Hallo? Ist es wirklich so weit? Dürfen wir ein Videospiel spielen? Das Videospiel aller Videospiele? Jo! Hallo! Wow. hier, Miitopia-Musik für euch? Werden wir chillen? Aber es geht noch so viel besser, Leute. Heute sind. Erstmal vielen Dank an Justogi für diesen Hintergrund, natürlich. Geisteskrank, richtig cool. Also ist wirklich insane, wie auch hier einfach 1000 Sachen drauf animiert sind und einfach 100 Millionen Stunden Arbeit. Ich glaube, das Togi war auch hier gerade im Chat, also auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Richtig insane. Hier, Zombie, The Legend of Zombie, Tears of the Kingdom. Ich freue mich schon so hart, da gleich reinzuspielen. Und ich weiß, dass Emulator-Versionen und sowas da draußen rumfliegen. Aber die betreffen mich ja nicht. Also, ja, keine Ahnung, ich will kein Emulator-Dings spielen. Ich will einfach auf der Switch spielen, ab Release um Mitternacht, wie alle. Dann können wir einfach gemeinsam noch auf Mitternacht warten oder ihr schaut dann um Mitternacht zu oder was auch immer der Plan bei euch ist. Kommt Zelda dann um 12 oder erst später? Ja, es wäre ja awkward, wenn ich jetzt hier bis Mitternacht warte und dann kommt es nicht. Nee, jedes Switch-Spiel ist bisher um Mitternacht erschienen, also sollte es perfekt passen. Aber... Ich hab's ja schon mal vor einer Weile gesagt. Was ist ein Emulator? Der emuliert. der stellt eine Konsole nach und kann Sachen am PC darstellen und so, wie eine Konsole. Ja. Mehr will ich nicht drüber reden, danke. Aber ich muss doch den passenden Drip haben. Soll ich den passenden Drip haben? Wollt ihr den passenden Drip sehen? Ich weiß nicht, ob ihr den passenden Drip sehen wollt. Ich glaube, ich bleib bei dem Avatar, ne? Ihr wollt ihn gar nicht sehen. Warte, warum schreibt ihr da alle ja? Laubfuchs war insane. Und wir können einfach Tears of the Kingdom. Yo. Was geht ab? Guck mal, ich habe sogar diese grünen Dinger. Ich weiß nicht mal, was die machen. Aber ich habe die an meinem Gürtel. Yo. Der ist so cool geworden. Jetzt kann ich hier als Tears of the Kingdom Zombie einfach Tears of the Kingdom spielen. Wie der Test durchrattert. Es ist Link Bay. Der ist richtig cool. Warte, ich kann hier noch, ich habe Ordnung auf meinem PC. Ah, hier. Ich kann euch noch Versionen zeigen. Der hat Beine und sowas. Ich tue ihn aber mal über euch drüber. Der hat einen ganzen Körper. Der Alte hat immer keine Beine gehabt. Aber ich habe Beine. Endlich das Upgrade. Wie cool ist der denn? Ich habe auch überlegt, es gibt ja diese Fiolen da rechts, die man, ich glaube, die sammelt man im Spielverlauf. Ich weiß es nicht, wir finden es raus. Deswegen hatte ich überlegt, ob ich die Fiolen am Anfang erst nur eine habe und dann mehrere Versionen vom Avatar habe, aber wir wollten dann doch nicht so übertreiben, wenn wir nicht mal wissen, wie es im Spiel funktioniert und wie es da auftaucht und so. Aber Lauffuchs mit X am Ende, richtig insane. Auch ultra cool, einfach alle Erwartungen übertroffen. Richtig cool einfach. Und ich habe den theoretisch auch in Blau, wenn ich die Official-Farben haben will. Aber ich finde den Lila auch richtig cool. Ich muss auch lila sein für Zombie. Aber der ist auch cool. Ich habe einfach beide Farben, wenn ich will. Und vielleicht macht Laubfuchs sogar noch mehr, aber da ist noch nichts fertig. Da warten wir noch, ja? Da haben wir alle Geduld. Blau, Bay. Lila besser? Ja, lila ist halt meine Farbe und so. Ich verstehe schon. Aber blau ist halt die OG-Farbe auch. Ja, ich wollte auch lila drin haben, damit so Zombie ist. Ja, auf jeden Fall beide Farben. Richtig cool. Ich habe ein bisschen Angst, dass alle Zuschauer die ganze Zeit sich wieder wundern, warum ich böse gucke. Aber ich bin am Gamen. Ich konzentriere mich nur, okay? Bin immer am Konzentrieren. Ja, eben. Ich bin ja nicht wie das Emote, was man da macht. Das wird richtig cool. Und der Avatar ist so nice. Star Wars Finale? Ja, das muss ich noch auf YouTube rüberladen, aber auf Twitch ist es schon fertig. Von einer Weile schon. Du guckst heldenhaft, nicht böse? Okay, ich bin heldenhaft. Das klingt auch nach einem Plan. Ja, ich habe ein paar Pläne, Ideen und sonst was. Je nachdem, wie schlimm es wird, setze ich mehr davon um. Das Einzige, was ich garantiert machen will, ist bei manchen Rätseln, nicht bei allen oder so, dass ich den Chat in Emote-Only werfe. Aber nicht als Strafe für euch, sondern eher so als Art,
Minigame für uns beide. Ich mache den Chat in Emote Only, versuche was zu lösen. Also ich versuche aber im Spiel klarzukommen. Und wenn ich es nicht schaffe, kann ich in den Chat gucken. Und da rattern einfach 500 Emotes durch. Und irgendwer versucht mir mit den, und ihr versucht mir dann mit den Emotes das Rätsel zu erklären. Wenn ihr es schon gecheckt habt. Das ist eure einzige Möglichkeit, mir dann zu helfen. Das Wichtigste sind Vote Yeah und Vote Nay. Dann habt ihr so ein Ja und Nein auf jeden Fall, falls ich eine Frage stelle. Aber ansonsten müsst ihr einfach gucken, wie ihr klarkommt. Vielleicht bin ich auch einfach 500 IQ und wir brauchen das nie. Aber eigentlich wäre es lustig, wenn ihr mir so helfen könntet, wenn das mal zustande kommt. Ich meine, ein paar Leute spielen ja auch. Spätestens die Tage werde ich zu Orten kommen, die andere schon gelöst haben. Und dann tritt da Frustration bei anderen Leuten auf. Also, easy. Übrigens, ein neues Emote zum Nerd, falls ihr eure geheimen Facts raushauen wollt. An alle Subs. Dann könnt ihr den Finger heben und sagen, eigentlich, Zombie, ist das so und so? Genau, ja, danke, danke. Gut am Durchrattern. Ich warte, ich blende ihn noch selber nochmal hier ein. Da. Hier in groß. Eigentlich, Zombie, heißt es Bomben, nicht Bomben. Irgendwie sowas. Genau, actually. Die Emotion habe ich schon immer gebraucht. Perfekt. Ja, und ansonsten haben wir richtig viele coole Emotionen. Ja, ich auch selber gemacht den hier jetzt. Ich wollte in einem Video irgendeinen so einen Fakt einblenden, wo ich mich selber korrigiere. Da brauchte ich so ein actually. Also im Outback-Seating, ja, vielleicht erzähle ich halt irgendwas in der Lore und sag so, yo, das ist Zelda, die hatte schon immer das Master-Schwert dabei oder so. Und dann können alle im Chat das Emote machen oder so. Und wir sagen, Bro, was erzählst du? Hast du vor, um 0 Uhr zu spielen? Ja, tatsächlich habe ich das. Ich hab eine Frage. Darf man Zelda mit Z sagen oder muss man wirklich immer Zelda sagen? Weil einer in den Kommentaren war da richtig getriggert unter dem Projekt und seitdem bin ich unsicher. Zelda mit Z? Es? Oh Gottes Willen, die Antworten sind so schnell, ich komme nicht mal mit. Danke übrigens an alle Subs gerade mal zwischendurch. Ich gehe mir die kurz mal durch. Z ist auch fein. Okay, dann bleibe ich bei Z. Ich bin Zelda. Ich bin Zombie. Ich spiele Zelda. The Legend of Zelda. Ich weiß nicht, wenn ich sage The Legend of Zelda, das sage ich sogar richtig. Aber wenn ich die Prinzessin sehe, muss ich immer Zelda sagen. Ich habe mit 5 Jahren meinen Super Nintendo da angemacht und da war Zelda, weil ich ein Kind war und nicht wusste, dass es eine englische Aussprache gibt. Also darf ich auch beim Zelda bleiben. Vielleicht sage ich auch beides einfach. Je nachdem, wie ich mich fühle. Zelda. Boah, mit SCH. Bitte, oder? Okay. Vielen Dank an Gottes Willen. So viele Subs. Was macht ihr denn schon wieder? Hallo? Wie weit muss ich denn runterscrollen? Danke Chaos Melone Excubitorum. Vairocan Micro 383. Calico Catalia. Keseiter. Lucky Lucas. Nireki. Terror 893. Zorro. Honto Loki. Spot 2010. Blue Mini, Just Drink Tea, Mr. Chocolate Chip, Fox Throttling Through, Firefly, Samson 94, Silentor, Flint 55, Bla 993, The Pribes, Grand Moff, ich bin nur erst bei der Hälfte, Kami Joe, Avu Park 23, Cause of Hope, Nikki 3003, Already Toxic, Tritos and Junior, Lance Adams, Momojin, Papi Bismarck, Pixel Phoenix, Babamert 74, sorry. Es kommen noch mehr. Okay, danke an alle. Danke an alle. Danke, Silento, dass du 20 Abos verschenkt hast. Danke, Skeletal Angel, dass du 5 Abos verschenkt hast. Danke, Q Don Q, Jester Exit, Seya Line, Mr. Arcturus, Lina Luna 01, Masaka, Mr. Easy, T-Hunter, Alex, JPG, danke, Just Togi, für ein verschenktes Abo. Du musst doch nicht was verschenken. Ich muss dir Geld geben für den Hintergrund, so gut wie der ist. Danke, Zobi, Good Old Mike und ja, danke, Live Night für 100 Bits. So, ich werde wahrscheinlich bei dem Spiel überhaupt nicht auf Subs eingehen. Also bitte verzeiht mir natürlich wieder, weil ich werde in meinen Monitor versinken.
werde so mit dem Bildschirm verschmelzen und dann ist ein Bildschirm mein Kopf und das ist dann mein neuer Avatar. Nee. Holy shit. Lobwuchs einfach Maschinengewehr hat mir den Avatar schon in der angepassten Version nochmal geschickt, weil sie angefragt hat, aber es braucht dich doch nicht mal sofort. Ja, cool. Also, wenn die bösen Augenbrauen nerven, ich habe ihn jetzt auch ohne die bösen Augenbrauen. Im Anfang ist noch der Hype da. Ist beides cute. Ich platze vor Aufregung. Ich platze auch vor Aufregung. Ist Lobfuchs da? Ich weiß nicht, ob Lobfuchs hier im Chat ist. Lobfuchs ist im Chat, yo! Hallo, der Avatar ist geisteskrank. Das ist richtig cool. Ich find's insane. Du hast ja vorhin noch gemeint, so, dass die Fiolen so am meisten hin und her gebraucht haben. Die haben aber auch so viel Detail dran, diese Fiolen. Die sind aber das Detaillierteste an mir, aber sind irgendwie richtig cool. Ich mag die. Gerade dein letztes Breath of the Wild Video gesehen, gerade die Beschreibung gelesen, jetzt bin ich hier. So sollte es funktionieren. Willst du schnell noch den Vorgänger spielen, damit wir auf dem aktuellen Stand sind? Du hast ja noch 15 Minuten. Ja, mache ich. Wenn ihr es nicht mitbekommen habt oder nur auf Twitch schaut, ich habe auf YouTube tatsächlich innerhalb der letzten Woche das komplette erste Spiel nochmal durchgespielt, um mich so auf dem aktuellen Stand zu bringen. Also, ich habe alles nochmal von der Story zumindest gemacht und bin da up to date. Wann geht's los? Na, wir müssen ja warten, dass das Spiel erscheint, ne? Es erscheint um Mitternacht. Warte, ich pin mal an. Spiel erscheint um Mitternacht. Achso, vielleicht sollte ich Slash Pin davor schreiben. Wäre eine Idee. Slash Pin. Holy shit, der Chat geht richtig ab. Fast als hätte ich eine Woche auf diesen Stream hier hingearbeitet auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin ein Chat, den man lesen kann, gewöhnt. Hallo? Oh, ich freue mich so sehr. Richtig cool, dass so viele von euch da sind. Ich meine, klar, ihr fühlt euch nicht wahrscheinlich als einzelne Person angesprochen, weil ihr eine Masse seid irgendwo. die Zombie-Masse. Die ist gut gegen den Ganon-Glibber. Aber, richtig cool. Freut mich. Also, allgemein, das Taylor-Projekt hat auch richtig viel positive Resonanz wieder gehabt. Kann mal gucken, ob wieder jede Folge wie bei Resident Evil so abging von Kommentaren. Ich habe die immer wieder gelesen, tatsächlich immer wieder, bis die nächste Folge kam. Macht mir richtig Spaß, Kommentare zu lesen. Es hat keiner gespoilert. Ich bin stolz auf euch. Ja, auch Folgen hier mit, die mit Revali hat einfach 600 Kommentare. Richtig verrückt. Und positive Bewertungen sind alle über 99,3%. Die letzte Folge, da gab's mehr Dislikes als sonst. Was habe ich falsch gemacht? Das sind 22 Dislikes, also keine Masse. Haben wir jetzt einen Community-Namen? Zombie-Masse? Wenn ihr die Zombie-Masse sein wollt, ich halte euch nicht auf, aber ja. Neue EP von Tuddle? Gut für ihn. Wenn euch die Musik gefällt, könnt ihr reinhören. Ich brauche die nicht. Das klingt jetzt böse irgendwie. Ich meine es nicht böse, ich höre generell nur Videospielmusik. Tuddle ist cool. Ich glaube, immer noch einer der freundlichsten YouTuber, die ich mitunter kennengelernt habe. Dieser Mensch ist einfach so unendlich nett. Danke Dekulink für dein Prime-Sub. Yo, Dekulink, der echte. Danke irgendwie 22 für den Prime-Sub. Danke Jurakai für den Sub. Ich kann euch was zeigen. Ich habe mir was bestellt. Fällt mir gerade ein. Danke Knuppe, danke Crystal Foxy, danke The Lame, danke Sterngemalt, danke Mike. Danke. So, wo kriege ich diese Meldung dafür, dass das unterwegs ist? Deine Bestellung ist auf dem Weg. Ich screenshotte den mal so. Oder ist irgendeine Bestellungsnummer? Nicht, dass ich sehen würde, okay. Nicht, dass da jemand dann sagt, yo, hier meine Bestellungsnummer, ich möchte es canceln oder so. Ich habe mir einen Amiibo gekauft. Oh mein Gott. Der müsste wahrscheinlich morgen ankommen oder so. Ja, den kann ich dann auch nutzen. Wann habe ich den bestellt? Zahlungsdatum 28.04. Ja. Richtig früh. Jetzt haben wir Docs sich selbst mit dem Amiibo-Kaufscreen. Let's go.
Ja, warte, Adresse kann ich natürlich auch noch dazu posten, klar. Wo hast du den gekauft? Den kann man nur im My Nintendo Store online kaufen. Richtig schwer zu finden, aber... Ja, jetzt haben wir den. Ein Zelda-Amiibo. Ja, das ist Zelda. Zelda ohne seine grüne Mütze. Ich bin so gespannt auf das Spiel. Adresse geklickt. Ja, man muss da echt vorsichtig sein. Manchmal ist da irgendwas, so eine kleine Ecke oder so. Und dann ist auf einmal sein Leben zerstört. Man muss umziehen. Ich wollte ihn auch kaufen, kann aber mich nicht mit PayPal verbinden. Oh, RIP. Ja, der kommt ja bestimmt jetzt auch in den Supermärkte und sowas. Wirst du 100% spielen? Lass mich doch erstmal Spiel anmachen, bitte. Keine Ahnung, wenn 100% nochmal 10-mal so lang ist wie... Ja, vielleicht. Ich hätte schon Bock. Ich habe diesen Monat halt nichts geplant. Ich habe jetzt einen ganzen Monat eigentlich für das Spiel. Nichts vor. Das nächste, was in meinem Leben ansteht, ist Diablo. Aber das kommt erst im Juni. Wirst du das Intro spielen? Ich versuch's. Unsanft. Ich mag die Farbe von deinem Namen. Und der Name ist lustig. Danke Blästern für den Prime-Sub. Danke Blue Fox für 100 Bits. Ich habe mir extra noch gar nichts zu Tears of the Kingdom angeschaut, damit ich es hier mit euch erleben kann. Oh. Ich kenne halt die Trailer, ne? Deswegen, ich weiß ja so ein bisschen was. Aber klar, irgendwas musste ich mir angucken. Und Trailer 3 ist halt... Oh, diese Musik! Ich werde einfach live im Stream weinen, wenn gute Musik läuft. Kann ich euch jetzt schon versprechen. Aber ich habe ja keine Kamera. Irgendwas geplant wegen Slow Mode später? Noch nicht? Nö. Ja, der Plan, ich kann es ja nochmal sagen, so generell für Chat ist, ich werde am Anfang relativ wenig in Chat gucken, weil so Intro will ich erstmal so für mich genießen und so. Also ihr könnt zugucken, wir genießen es gemeinsam. Wir genießen das Intro. Und nach dem Intro gucke ich auch dann wieder öfter in Chat mal. Sobald aber irgendein Rätsel kommt oder irgend so ein, wo ich sehe, yo, das ist so ein kleiner 5-Rätsel-Raum oder sowas, dann baller ich Emote-Only an. Und ist keine Strafe, sondern so gesehen Minigame. Ich versuche das Rätsel zu lösen und wenn ich irgendwas nicht check, gucke ich in Chat. Und ja, ihr könnt versuchen mit Emotes mir die Lösung zu sagen, aber das wird eine schwere Aufgabe für euch. Wenn ihr die Lösung vor mir herausfindet, natürlich. Ich hier, Mr. Gigabrain, weiß alles. Spielst du morgen Mittag nochmal? Ja. Plan ist, morgen so 11, 12 Uhr Stream anzuwerfen. 10 Stunden Stream mindestens. Ganzen Tag bis abends. Obwohl, ich weiß es noch nicht. Vielleicht mache ich 2 Streams am Tag. Vielleicht mache ich einen so halt 11 bis 17 Uhr. Dann so 2 Stunden Pause und dann 19 bis 2 Uhr oder so nochmal. Irgendwie sowas. Ich will... Ich muss in diesem Spiel versenken. Sinken. Ich will alles machen. Eigentlich. Also ich habe richtig, richtig Bock. Ja. Wir sammeln Millionen Crocs. Wenn es wieder welche gibt. Bitte keine Spoiler, nichts zu irgendwelchen Mechaniken, was ihr auf irgendeinem YouTube-Video gesehen habt und so, ne? Keine Arschköpfe sein und irgendwas spoilern. Ich weiß von nichts. Ich hatte auch irgendwo... Moment. Achso, den Text habe ich hier nicht. Ah, dann machen wir hier einen neuen Text. Plus, wenn wir warten, ja. Text erstellen. Bitte keine Spoiler. Ja, kann schreiben. Tipps. Ja, klingt gut. Können wir das doch da oben einfach lassen, ne? Farbe schwarz. Kontur 20. Okay. Und das machen wir jetzt einfach klein. Hier auf meinen Kopf. So. Super. Jetzt weiß jeder Bescheid. Oh, ich mache noch ein Ausrufezeichen dahinter. Dann wissen die, dass ich es ernst meine. Das ist das Wichtigste. Auch alle Schatztruhen finden? Ja klar, ich werd jeden Grashalm abschneiden. Das hätte ich dir auf die Stirn zeichnen sollen. Einfach statt einem Gesicht. Ja. Fake-Spoiler... Komm, den Joke, den Fake-Spoiler-Joke, den habe ich schon 100-mal gesehen, Leute.
So funny ist der nicht mehr. Spoiler, man ist Link. Haha. Sechs Minuten? Warte mal, wo ist die halbe Stunde hin? Hä? Ja, ich hab doch nur Hallo gesagt. Hä? Wo ist die halbe Stunde hin? Bei der Nintendo Switch ist es so. Wenn Spiele freigeschalten werden um Mitternacht, dann ist es meistens so 10 Minuten nach Mitternacht, okay? Einfach Zeitreise, ja. Aber schön, gute Zeitreise. Sonst bin ich so ungeduldig, aufs Spiel zu warten. Und ja, also kann sein 0 Uhr 10, 0 Uhr 15. Leon, ich habe gerade gesagt, das ist nicht funny. Hier, kriegst eine kleine Pause. Ich habe den kleine Pause-Knopf auf Leon gedrückt. Guck mal, ich sag einfach nur nette Worte, während ich böse Dinge tue und keiner kann es mir übel nehmen. Ich habe ihm einfach nur eine Pause gegönnt. Kommt in die stille Ecke. Warum können schon so viele spielen? Das Spiel ist vor 1 bis 2 Wochen geleakt, weil halt irgendein Angestellter das mitgehen hat lassen. Irgendwer, der bei einem Laden arbeitet oder so, nehme ich an. Wird man wahrscheinlich nie zurücktracen können. Und der ist halt dann ins Internet geladen, das Spiel. Und deswegen, ja, es können sehr, sehr viele Spoiler unterwegs sein im Internet, aber ja, ne? Mods, ihr wisst auch Bescheid. Ihr könnt bei Fake-Spoilern machen, was ihr wollt. Weil ich hab's erklärt. Wer nicht zuhört, der darf in die Pausenecke. Ja! Hat Nintendo auch emuliert? Ich glaube, Nintendo spielt in 4K 60 FPS und sagt alle 2 Sekunden, wie sehr er Nintendo als Firma hasst. Ich glaube ja, dass Nintendo emuliert hat, tatsächlich. Nur eine leichte Vermutung. Ich meine, er hat seine Gründe. Aber, ja, ich will auf der Original-Hardware spielen. Ich halte mich an Release-Dates. Ich bin cool. Cool Bay. Nein, Nintendo ist auch cool. War letztens echt lustig, in dem Quiz mit dem unterwegs zu sein. Ich habe danach auch nochmal kurz mit dem geschnackt. Ja. Auch richtig cool, dass der schon YouTube und alles so lange macht. Und dass Nintendo diese ganzen Moves in letzter Zeit gebracht hat, von wegen so alle Breath of the Wild Mod-Videos von den Leuten zu striken und so. Ja, gibt coole Reaktionen, könnte man sagen. Manche YouTuber bekommen das Game früher. Nee, Nintendo macht das nicht mehr. Seit vor 6 Jahren bei Breath of the Wild und Mario Odyssey haben sie das noch gemacht und dann bei dem nächsten großen Nintendo-Spiel nicht mehr. Influencer kriegen keine Spiele mehr vorher, weil sie Angst haben, dass Sachen geleakt werden. Und ja, werden halt trotzdem geleakt. Aber ja, so erlebt ihr das Spiel bei mir. Breath of the Wild damals hatte ich, glaube ich, richtig, richtig früh vor Release. Und deswegen habe ich es ja auch einfach durchgesuchtet. Guck mal, wie schön. Weißt du, dadurch spielen wir es jetzt gemeinsam. Noch früher geleakt? Maybe, ja. Keine Ahnung, was da Nintendo machen soll. Alles digital verkaufen und in ihren Online-Systemen umschalten, wenn das Spiel freigeschaltet wird oder so. Aber will man das? Nee. Man will ja das Spiel, viele Leute wollen die doch sammeln und alles. 2 Minuten noch? Okay. Dann, machen wir doch mal. Ich starte mal meine Switch. Fangen wir damit an. Hören wir uns morgen nach der Arbeit beim Sotour ab. War eh keine Zeit. Ja, ist doch okay. Ich meine, jeder genießt das Spiel eh für sich, der spielt. Deswegen muss man sich ja nicht stressen. So, ich sehe meine Switch. Das ist schön. Ihr seht sie noch nicht. Da. Guck mal, hier ist ein kleines, bitte keine Spoiler-Tipps unter mir. Ihr seht, da rechts ist der Chat. In dem Switch-Menü natürlich ein bisschen schwer sichtbar und alles. Ich habe hier 3 Tasten. Ich kann mit einer Taste den Chat ein- und ausblenden. Ja. Ich kann mit einer Taste mich ausblenden. Ja. Nur den Text da unten kann ich nicht wegmachen. Das ist ein bisschen ungünstig. Aber egal, dann ist halt da ein Text. Ich kann den von Hand anklicken in der Cutscene. Ja. Okay, und ich kann halt immer mit meinem Fuß euch in meinen Chat reintreten. In meinen Stream. Ich kann, glaube ich, sogar. Komm mal, wir haben ja noch 1 Minute Zeit. Ich mache ein Effektfilter. Nein, warte. Zeigeübergang. Swipe.
Ja, er fliegt so ein bisschen von links rein, ja, genau. Und Versteckübergang, auch ein Swipe, aber nach rechts. Okay. Ja, guck mal, jetzt kommt ihr so... Werdet ihr aus dem Fenster getreten. Cool. Hab ich meinen Emote-Knopf gedrückt? Warte mal, warum sind nur noch Emotes da? Hab ich was kaputt gemacht? Oh, hab ich. Okay, jetzt könnt ihr wieder schreiben. Warte mal, wie hab ich die Taste in der Mitte gedrückt? Okay, ich hab eine Taste auf jeden Fall für Emotes. Wir sind frei, es ist Mitternacht. Erstmal euch aus Versehen weggetreten. Warte mal, kann das öfter passieren? Ich trete mal hier ein paar Mal drauf. Nö. Okay, mit dem Knopf in der Mitte kann ich auf jeden Fall Emote-Only machen. Und, ja. Wenn das mal aus Versehen passiert und ihr eine Stunde weg seid, dann war kein Mod da oder so. Die Mods können ja im Notfall merken, wenn ich was falsch mache. Ich drück mal drauf. Warte mal, wo kommt diese nervige Miitopia-Musik her? Ich muss die kurz noch beseitigen. Oh mein Gott, jetzt habe ich genau verkehrt herum gemacht. Moment. Please nicht treten. Weg. So. Da. Oh. Stille. Schweigen. Ja, ich drück mal. Wir gehen mit meinem Zombie-Profil rein. Und ich sag mal, überprüfen. Und schauen wir mal. Du kannst diese Software oder die herunterladenen Inhalte noch nicht spielen. Bitte versuche später erneut, die Konsole neu zu starten oder den eShop zu öffnen, wird es dir nicht ermöglichen, die Software oder den Inhalt früher zu spielen. Schön, dass sie da extra eine Meldung reingemacht haben. Das Starten ist bei jedem unterschiedlich. Ich werde jetzt einfach halt Spam im Kreis, also... Oh, vielleicht sollte ich nicht abbrechen drücken. Jetzt ist... Das ist erst recht verwirrt. Das heißt einfach nur Spam, hoffen und warten. Und dann, oh mein Gottes Willen, es startet. Let's go. Ich mach den Text nochmal weg. Ich mach mich weg. Oh mein Gott, wir können spielen. Yo! Yo! Ich freue mich so sehr. Nintendo präsentiert. Entschuldigung, hab mein Mikro gerichtet. The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Ja. Wie geil. Eine Fackel. Ja, unsere Rüstung ist jetzt schon geupgradet. Das Miasma ist dichter geworden. Fast alles? Ja, ich hoffe. Diese Treppen führen immer tiefer in die Gewölbe. Die Tunnel erstrecken sich weiter, als wir gedacht haben. Wir sollten uns in Acht nehmen. Zelda, Prinzessin von Hyrule. Ich darf spielen. Ja, guck mal, ich habe mehr Herzen als beim letzten Mal. Ich habe das Schwert. Habe ich ein Inventar? Nö. Erstmal speichern. Schloss Hyrule Untergrund. Andere Synchronsprecherin? Ja, die Zelda-Synchronsprecherin hat sich geändert. Du kannst Amiibo erst verwenden, wenn du... Okay, keine Amiibos im ersten Raum. Keine Waffen beschwören. Ja, ich hau einfach ab. Scheiß. Hä? Link, ist dir unterwegs irgendwas aufgefallen? Das können wir uns auf dem Rückweg genau ansehen. Vorher sollten wir weiter hinein. Okay, wir folgen einfach nur dem Plot erstmal. Schloss Hyrule Untergrund. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich merke, dass 6 Jahre in der Entwicklungszeit hier drin, es sieht alles nochmal so viel cooler aus. Ist bestimmt nicht der Hype. Wie cool sie einfach hier mit mir rumläuft. Wie so ein NPC. Dieses schwarze Miasma. Viele, die damit in Berührung gekommen sind, wurden danach schwer krank. Für dich und mich ist diese Menge zum Glück noch nicht bedrohlich. Aber wo kommt es her? Warum tritt es gerade hier auf, unter Schloss Hyrule? Wir müssen tiefer hinein. Es könnte ziemlich gefährlich werden. Aber wenn du bei mir bist, habe ich keine Angst, Link.
Gehen wir der Sache auf den Grund. Okay, machen wir. Okay, also es kommt schwarzes Miasma unterm Schloss und macht Leute krank. Wir wollen wissen, warum. Wir spielen einfach das Spiel. Warum darf ich keine Fackel halten? Ich habe auch eine Fackel. Da. Gehen wir gemeinsam, Prinzessin. Okay. Oh, die Rüstung ist auch richtig cool schon so. Ja, erstmal alles hier chillig, kurz gemeinsam erkunden. Avatar und sowas kommt dann alles gleich wieder. Leucht? Mein Schwert! Link! Ja? Das Masterschwert. Ich hab schon gezogen, ich hab schon gemerkt. Das Schwert, welches das Finstere zu bannen vermag. Das Schwert, welches zu mögen, das Dunkle aus Räumen zu entfernen, reagiert auf irgendetwas. Wenn wir hier fortschreiten, werden wir zweifelsohne auf dieses Etwas treffen. Orks in der Nähe, ja. Seit die Verheerung versiegelt wurde, ist das Schloss der Verwahrlosung anheimgefallen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass bis sich ein solcher Ort darunter befindet. Wir sollten vorsichtig weitergehen, Link. Wird gemacht. Wie cool ruhig das Spiel anfängt. Schwert schwingen. Nice. Und es leuchtet, ja. Passt der Ton? Ich hoffe es. Es kann sein, dass es erst etwas zu laut ist am Anfang, aber ich stelle es später dann runter. Ja. Welche Bestie möchte mit mir kämpfen? Halt, Link, sieh nur, was liegt denn da? Ja, eine Säule. Hast du noch nie einen Stein gesehen? Ist das etwa eine Sonau-Ruine? Oh. Ruinen, wie bei Reste einer vergangenen Kultur. Ist das eine Inschrift? Ja, sie sagt selber, stammt es etwa vom Volk der Sonau? Sonau auf Deutsch ist Sonau. Ich weiß nicht warum, aber das sind die Sonau. Ja, aber guck mal, ich bin einfach so in der Lore drin, ich konnte es vorher callen. Sound ist perfekt. Okay. Gemeißelten Inschriften. Ich ahnte es. Oh, macht das echt ein Foto. Ach, die hat das Tablet. Okay. Alles, was wir hier sehen, entspricht dem, was ich bei meinem Studium der Sonau gelernt habe. Die Sonau waren ein Volk, das vor ewig langer Zeit gelebt haben soll. In einer Zeit, die heute Sage geworden ist. Sie sollen über geradezu göttliche Macht verfügt und ihr Reich hoch oben am Himmelszelt errichtet haben. Und wenn ihr Name auch in zahlreichen Geschichtsbüchern fällt, so weiß man furchtbar wenig Konkretes über sie. Sie sind ein Volk der Geheimnisse, mysteriös und unergründlich. Ich werde sowas von die Geheimnisse ergründen von denen. Diese Lampen habe ich im Trailer gesehen. Yo, guck mal, das sind so richtige... So sehen die wahrscheinlich aus. Crazy. Hallo. Ob diese Statue ein Sonau da... Mein Gott. Warum sage ich überhaupt was? Ob diese Statue ein Sonau darstellt? Schau doch, welch lange Ohren. Sie sahen wohl ganz anders aus als wir. Doch wie nur sollen Spuren eines Volkes, das im Himmel lebte, tief im Erdreich unter dem Schloss zu finden sein? Es scheinen noch weitere Funde auf uns zu warten, Link. Lass uns weitergehen. Chat lacht mich einfach nur aus. Weil ich Sachen schon zu früh sage. Ich weiß nicht, warum. Das ist so ein neuer Fluch von mir. In den ganzen letzten Spielen, die ich spiele, sage ich alles immer, nachdem die ganzen Leute es sagen. Also, danach, ja. Das wäre ein Papagei. Nee, ich sag's immer vorher. Ich sag immer was und dann wiederholen die NPCs mich oder sagen es gleichzeitig mit mir. Ja. Die Musik ist doch richtig cool. Es soll richtig laut für euch sein. Eure Ohren sollen rausgeballert werden. Oh mein Gott! Was? Yo! Cooler Spin-Attack. Zack. Pow! Ich bin gestorben. Ich will sie dodgen. Ich will sie dodgen. Habe ich meinen Dodge noch? Ja! Let's go! Stirb! Stirb! Ich habe gerade so gewonnen. Puh! Alles in Ordnung? Link? Nein, ich bin tot, ernst verletzt.
Wandbilder. Jo, eine weitere Prophezeiung. Das erinnert mich an unsere Geschichtsbücher. Die Aufzeichnungen beginnen in mythischer Vorzeit. Damals soll es einen gewaltigen Krieg zwischen uns und dem Dämonenkönig gegeben haben. Und diese Bilder. Es sieht aus, als würden sie dieselbe Legende beschreiben. Ja, oder steht er einfach? Wie die Statuen, die wir gesehen haben. Ein weiterer Sonau. Jo, hat er 7 Tränen über und sich? Das scheinen Hylianer wie wir zu sein. Es sieht aus, als wären die Sonau aus dem Himmel zu uns herabgestiegen. Meine Vorfahren, die Begründer der Königsfamilie. Okay. Es heißt, sie entstammten einer Vereinigung mit einem göttlichen Volk, das aus den Himmeln herabgestiegen war. Wenn man den Wandbildern Glauben schenkt, dann muss es sich dabei um die Sonau gehandelt haben. Ihr Blut vermischte sich mit dem der Hylianer auf der Erde und daraus entstand ein neues Reich. Hyrule. Ja, es geht aber vor Skyward Sword. Betrat ein teuflischer Mann die Bildfläche. Er beraubte das Königreich einer gewaltigen Kraft. Alles hier entspricht genau den königlichen Geschichtsbüchern. Und dann wurde er zum Dämonenkönig. Sie taten alles, um ihn doch noch zu bezwingen. Wenn das hier dargestellte Wesen wirklich der ist, den wir als Dämonenkönig kennen, dann... Ganondorf. Unglaublich. Dann muss das hier der große Krieg sein, von dem die alten Bücher berichten. Die Wandbilder sind eine Darstellung des Versiegelungskriegs. Hörst du? Dieser Fund ist sensationell. Ich halt mal für dich. Guck mal, das hier hat Pura für mich angefertigt. Zum Glück habe ich es mitgebracht. Ich kann damit alles hier aufzeichnen. Genau dafür ist es gemacht. Der Rest ist leider zerstört. Da kann man nichts mehr erkennen. Was ist das hier nur für ein Ort? Ich habe das Gefühl, wir werden die Antwort darauf bald finden. Komm, Link. Lass uns weiter reingehen. Ja, das war ein Stein, der eindeutig mit Bomben weggesprengt wird. Das habe ich auch gesehen. Aber, ich habe kein Modul. Ich habe gar nichts. Ja, aber es ist so sick. Dafür musst du mich einmal kurz einblenden. Ja, okay, das ist also Ganondorf in seiner Dämonenkönigform. Und hier ist er normal. Und den zieht aus der Lichtträgerin diese Träne und wird dadurch der Dämonenkönig dann. Okay. Und da sind irgendwie 2 so Tränen, die sich irgendwie verbünden. Sieht fast aus wie ein Herz. Und hier fliegen halt so 7 Tränen. Vielleicht sammeln wir welche im Spiel. Ich weiß es nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Also wirklich nicht. Ich habe mir nichts angeguckt, außer die Trailer, die offiziellen. Und da hat man halt so ein bisschen was gesehen mit den Tränen und so. Ja. Was auch immer dahinter ist, das werden wir wahrscheinlich später erfahren. Irgendwann kommen wir bestimmt hier nochmal mit einer Bombe hin. Einfach keine Bomben mehr. Keine 20 Minuten drin und ich bin schon mega am Zittern. Atme, atme. Wir genießen hier alles. Wie lange, bis Leute das an der Wand übersetzt haben und die Schrift entziffern können und es wahrscheinlich auch sprechen können oder so, wie diese ganzen Zelda-Leute unterwegs sind. Ich spreche fließend Sonau. Eine Stunde vielleicht, ja. Ich kann ja ein bisschen schneller gehen. Die guckt sich ja alles sehr genau an. Wir wissen, wo das Miasma herkommt. Kennt ihr es, wenn ihr so einen Berg runterläuft und nicht mehr stoppen könnt? Oh mein Gott, die Musik, ey. Ich bin hier am Rumblödeln, aber es geht richtig ab.
Und die Aussicht hier auch. Ja. Zelda, komm mal. Zelda, guck mal, das sieht cool aus. Komm her. Ja. Ich freue mich so sehr auf das Spiel. Wo sind wir hier? Lass uns gehen, Link. Und bitte, ganz, ganz vorsichtig. Warte mal. Gesprächslog? In Ordnung. Achso, weiter reingehen, nicht weggehen. Was ist das? Ja. Ich würde das nicht anfassen. Oh. Ups. Ich hab mein Schwert. Link! Das soll das heilige Bannschwert sein. Und mein Miasma lässt es einfach so zersprengen. Ein nutzloser Krieg. Yo! Zelda! Und du, Träger des Bannschwertes, Link. Rauros große Prophezeiung. Zwei jämmerliche Firma. Woher kennst du unseren Namen? Alles. Wie fucking cool ist Ganondorf, bitte? Er fällt aber um. Wir haben gewonnen, er ist tot. Was eine Reaktionszeit, ey. Push. Die Träne hat sich aktiviert oder so? Lass mich dir eine Hand geben, Bro. Was auch immer uns gerade gerettet hat, okay? Mitbürger von Hyrule. Unsere Expedition hat eventuell kleine Probleme für das Königreich verursacht. Aber keine Sorge. Ich habe ein kaputtes Schwert und einen Willen. Irgendwann haue ich gerne auf die Nase und dann nenne ich ihn Wurm. Und dann kümmern wir uns um alles. Aber gebt mir so 3 Wochen oder so. Richtig cool. Ich liebe den Anfang. Was ein cooler Bösewicht. Okay.
Handkumpel hat sich an uns dran gesteckt oder so. So voll die Zombie-Hand. Du bist also erwacht, Link. Ja? Neue Navi? Zelda hat mir viel von dir berichtet. Was hast du mit meiner Kleidung gemacht? Du hattest eine ernste Verletzung erlitten. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Dein Arm war von Miasma zerfressen. Ich musste ihn ersetzen, um dein Leben zu retten. Ersetzen, okay. Haben wir mal einen neuen Arm. Waren wir jetzt nochmal 100 Jahre K.O.? Jo, wie lang meine langen Haare hier einfach. Also wir waren auf jeden Fall eine Weile K.O., wenn meine Haare auch offen sind. Wenigstens hat er meine Unterhose nicht aufgelöst. Ich musste deine ganze Kleidung löschen. Es tut mir leid, Link. Wo ist das kaputte Schwert? Ach, da. Ich seh's. Hab's gefunden. Ja. Denkt ihr... Zelda, hast du noch den Einkaufszettel davon? Denkst du, wir können das nochmal umtauschen? Kacke. Mein Schwert ist kaputt. Der Masterdolch. Ja. Sorry, Fai. Du hast ein Stück Müll. Zerfressenes Masterschwert. Das Schwert besitzt die heilige Kraft, das Böse zu bannen. Jedoch ist es vom Miasma unter Schloss Hyrule zerfressen. Reicht es, um ein paar Ranken zu schneiden? Ich hoffe. Hey, wenn es unkaputtbar ist, beste Waffe im Spiel direkt. Ich weiß, wie ich zuhau. Danke. Wie wäre ich an den Fledermäusen vorbeigekommen, ohne angreifen? Hallo? Haha! Das Schwert ist noch bei seiner alten Stärke. Wo bist du, Ganondorf? Wo bin ich? Warum ist da so ein cooles Portal? Ich wollte eine Karte öffnen, aber wir haben ja nicht so eine Karte. Stimmt. Hallo? Danke, Selector. okay, wir haben es angefasst und hinter uns leuchtet blau. Was ist alles passiert? Hallo, Exposition. Danke. Du da, Rat, erzähl mir, was passiert ist. Oh Gott, das ist jetzt bestimmt wie der Turm in Breath of the Wild. Wir haben jetzt diese Sonai-Technologie im ganzen Land erweckt. Dadurch, dass wir das Tor mit dieser Hand angefasst haben oder so. Blau. Okay. Zur Toilette. Okay. Ja, ich hab echt... Ich muss mal nach der ganzen Begegnung mit Ganon hier. Abspringen? Abspringen. Hallo? Meine Ausdauer ist auch weg. Hallo? Besonders, ich hatte 3 Ringe Ausdauer und volle Herzen. Das konnte man gar nicht haben im ersten Teil. Hallo? Man konnte nur eins der beiden voll machen. Link hat gecheatet. Oder konnte man es mit den DLCs dann voll machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich spring selber. So, keine Taste. Ja, mit DLC? Achso. Nein? Okay, ist mir egal. Hui. Ich will aber da runterlaufen. Und so endet die Geschichte von Link. Ganondorf hat alle umgebracht. Okay. Tipps. An dieser Stelle werden Hinweise eingeblendet, die dir auf deinen Weg von Nutzen sein können. Danke. Ja, guck mal. Okay, ich sprinte. Keine Sorge. Ich kenne die Sprinttaste.
Kein Geblödel, Speedrun. Death Counter 1. Ihr wisst, ein Death Counter bringt bei mir nichts, wenn ich mich einfach aus Fun mal irgendwo eine Klippe runterwerf. Aber danke. Ich muss doch den dämlichen ersten Tod fortsetzen. Dann habe ich direkt keinen Leistungsdruck mehr. So, hier, darfst du einen coolen Hechtsprung machen. Platsch! Wenn du aus großer Höhe ins Wasser fällst, erleidest du keinen Schaden. Okay. Wenn du atmest, erstickst du nicht. Die Kiste ist cool. Ja, und die hat auch eine sicke Animation. Altes Beinkleid. Einfache und klassische Beinkleidung. Sie ist zwar schon abgenutzt, aber erfüllt noch ihren Zweck. Die Sandalen sind etwas mühselig zu schnüren. Tasche. Jo, wie clean die Tasche ist. Ich liebe das Interface. Anlegen. Okay, wir spielen so. Einfach der Barbaren-Look direkt. Ich bin einfach so ein römischer Krieger. Ich habe schon so Bock, da rauszulaufen. Diese Vögel setzen schon so richtig die Mut. Man hört den Wind so langsam durchs Gras ziehen. Und jetzt rennen wir raus. Und jetzt kommt hier wieder gleich so ein cooler Shot. Let's go. Kann ich nicht noch eine Kleidung finden oder so? Holy... Oh. Ich kann einfach selber gucken. Keine Kamerafahrt. Okay, wir hüpfen da runter gleich. Da hinten ist der Todesberg. Hier fliegt einfach... Oh. Ich spring doch nicht runter. Wir klettern weiter hoch. Ich kann noch nicht klettern, okay. Oder zumindest nicht an dem Zeug. Die wissen, dass ich das machen würde. Wir gucken hier später oben drauf. Oh, wie geil. Wie weit oben man einfach anfängt. Sieht man Schloss Hyrule? Oder ist es noch weiter oben? Nö. Sprung! Oh, yo. Ah. Cool. Oh, wie schön ruhig das Theme ist. Ich hab einen Drachen gesehen? Ich hab keinen Drachen gesehen. Ich hab in den Chat geguckt. Scheiße. Da! Ich seh ihn. Hallo. The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Ja. Hat so passend zur Musik gepasst. Die klang aus, als würdest du so ein bisschen schreien. Hi. Ich lebe jetzt als Frosch. Wer ist Zelda? Being Frog is eternal. Ich weiß nicht, ob man Bauchklatscher machen kann. Ich kann in Zukunft gucken. Wir haben noch so viel herauszufinden. Vergessene Himmelsinsel? Oder so? So, nicht wundern, ich mache für YouTube hier einen Cut, deswegen werde ich jetzt einmal hier Tschüss sagen. Aber, liebe YouTube-Zuschauer, das war der... Oder ich sage nicht YouTube-Zuschauer, ich sage einfach Zuschauer. Aber, liebe Zuschauer, das war der Prolog. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Wir haben sehr viel zu erkunden. Richtig geil. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Warte, Chat darf auch... Chat will mit Tschüss sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Heute kommt noch ein Part auf YouTube natürlich. Ich fange nicht mit einem Prolog an und lasse euch dann einen Tag warten, was zur Hölle. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zimbelmann. Okay, und jetzt mache ich noch ein Intro. Ihr könnt alle nochmal Hallo schreiben, wenn ihr wollt. Danke übrigens an alle Subs zwischendurch und so, aber ich lese die gerade nicht vor. Wir genießen aber das Intro und so, ne? Okay, 3, 2, 1. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Ich streame das Spiel. Es wird zusammengeschnitten. Wir genießen alles. Let's go. Okay. Wir sind hier beim letzten Mal gelandet. Haben einen Stock gefunden. Jetzt haben wir einen Stock gefunden. Eine Rute. 2 Schaden. Ein Zweig von einem hylianischen Baum. Nicht die mächtigste aller Waffen, aber besser als nichts.
Zumindest kann man ihn umherschwingen und auf Monster werfen. Yo. Ganz ruhig. Gedrückt halten, auswählen. Gedrückt halten, auswählen. Ich muss das Fenster, glaube ich, erst wegdrücken. Okay. Ja, der coole Avatar ist von Laubfuchs hier unten in der Ecke und der ist sick. Der Stock ist besser um einen Schaden als das Schwert, das stimmt. Oh mein Gott, man kann hier Sachen droppen. Danke. Alles, was dafür sorgt, dass ich nicht alle 2 Sekunden mein Menü öffnen muss, ist schon Segen. Und jetzt mach den Stock stärker. Los. Das kriegen wir wahrscheinlich noch. Ich sage nicht was, aber das kriegen wir noch. Ein Apfel. Ein Gegner. Apfel. Dieses Obst wird seit Urzeiten verzehrt. Ja, okay. Yo, was bist du denn? Ich bin gleich tot. Mein erster Kampf. Mein Stock geht kaputt. Aua, ich will ihn wirklich einfach ausweichen. Oh, ich hab seinen Stock. Was machst du, wenn ich deinen Stock hab? Oh, wie mad er ist. Was kannst du? Tja, gedodged. Dein Faustieb. Holy shit, hat Link schon immer so schnell zugehauen? Warte mal, da war irgendwas neu. Link ist richtig ausgerastet gerade mit seinem Stock. Der arme Junge. Link wird einfach Stickman. Sonau-Energiesphäre. Material, das unter anderem Konstrukten als Energiequelle diente. Es strahlt eine starke Kraft aus. Wir müssen alles lesen und mitnehmen natürlich, um zu verstehen, was abgeht. Alpha-Krieger-Konstruktoren. Gibt es wahrscheinlich später Beta, Gamma, sonst was, okay. Und dann der Omega-Krieger-Konstrukt und so. Ein klingähnliches Horn, das sehr scharf ist und mit Vorsicht gehandhabt werden sollte. Hallo, Dragon? Welcher Dragon bist du? Ich weiß es nicht. Ich sehe nicht genau, welche Farbe du bist. Ich weiß nicht mal, wie die im ersten Teil hießen. Neidra, Parodra und Chat helft mal. Ja, und Schwert. Ein einfacher Stock. Danke, Holly, für dein Raid. Willkommen. Wir sind gerade mit dem Intro. Oh mein Gott, dieses Intro ist so geil gewesen. Es war so gut. Eldra, ist der dritte? Okay, danke. Also das Intro. Boah, ich freue dich auf morgen, Holly. Intro wirst du richtig genießen. Wenn du selbst das Spiel danach hast, egal, das Intro war geil. Ein Ast, der wie ein Schwert geformt ist, gut zu greifen und aufgrund der Gewichtsverteilung leicht zu handhaben. Du kannst ihn ausrüsten und als Waffe verwenden. Wie voll mein Inventar schon ist. Aber ich muss doch jeden einzelnen Ast mitnehmen, den ich sehe. Kann ich einen Baum mit einem Baum fällen? Nein. Oh. Aber was ist da oben? Warte, komm mir daher. Ja, wahrscheinlich. Ich habe mich verlaufen. Die kamen hier runter, ne? Ich nehme an. Dahinter wollen wir später? Was ist, wenn ich einfach... Warte mal. Verdammt, da ist auch eine Insel unter mir. Was ist, wenn ich einfach... Ich glaube, wir fliegen... Ah, das passiert, wenn man zu weit runterfällt. Okay. Die Musik, ja, die ist super. Alles ist super. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst super nennen soll. Warte mal, ich habe eine Apfeltasse. Taste. Kann ich ihn essen? Nee, ich kann ihn nur auf den Boden werfen. Sortieren? Okay. Boden. Muss ich übers Inventar essen? Essen. Lecker, mein erster Apfel. Ich war kein Tod? Nee. Es zieht mir nur ein Herz ab, wenn man wo runterfällt. Keine Sorge. Ich habe Spring nicht umgelegt. X ist die Springtaste. B ist Sprinten. Kann man aber tauschen im Optionsmenü. Hallo? Was bist du? Kannst du reden? Ja. Du bist fürs Putzen zuständig? Oder so? Hi. Kannst du reden? Ich habe dich bereits erwartet, Meister Link. Prinzessin Zelda hat mir etwas für dich anvertraut. Yo, ihr Handy. Dies ist das Pura-Pad. Mir wurde gesagt, dass dir dieses wertvolle Stück den Weg weisen wird.
ich habe deinen Bruder da drüben gerade totgeschlagen mit einem Stock. Sehr brutal. Kannst du das aufwischen oder bist du mir wütend? Okay, danke fürs Tablet. Pura Pet. Prinzessin Zelda weiß kaum einen Gegenstand mehr zu schätzen als das Pura Pet. Es hat einige für ein Abenteurer äußerst nützliche Funktionen zu bieten. Es sieht aus wie eine Switch, das Pura Pet. Yo, und bei Breath of the Wild sah das aus wie das Wii U Gamepad, weil das erst für die Wii U entwickelt wurde. Und das sieht jetzt aus wie ein Switch Gamepad, weil es für die Switch entwickelt wurde. Als ob. Haben wir jetzt eine Karte? Yo. Stell dir mal jetzt diese ganzen Trottel vor, die anhand der Trailer eine Karte von dem Gebiet gebastelt haben, wenn man die einfach instant bekommt, wenn man eine Taste drückt. LOL. Wir müssen scheinbar da hoch. Die Suche nach Zelda. Ja. Okay. Das rote Kreuz auf der Karte ignorieren wir. Ich bin nicht gestorben. Ich habe es nun auf Prinzessin Zeldas Geheiß dir übergeben, Meister Link. Meines Wissens nach soll sich Prinzessin Zelda an einem Ort befinden, der auf der Karte des Pfads angezeigt wird. Ich habe dir alles mitgeteilt, was mir aufgetragen wurde. Wo bin ich? Dies ist der Garten der Zeit. Oh, schöner Name. Und das dort ist der Tempel der Zeit. Jo, guter Name. Kenne ich aus Zelda-Spielen. In vergangenen Zeiten wurde an dieser Stätte Riten und Zeremonien des Königreichs abgehalten. Der Tempel of Time. Doch heutzutage besucht diesen trostlosen Ort niemand mehr. Trostlos? Hier ist sehr schön eigentlich. Hand. Die Suche nach Zelda. Hat das Spiel eigentlich vorhin wirklich gesagt, dass wir 100 Jahre wieder K.O. waren? Oder habt ihr das nur im Chat einfach vermutet? Wo ist die Ocarina? Boah, die gibt's bestimmt. Nee, hat das Spiel nicht gesagt. Okay. Gut. Willkommen im Garten der Zeit. Ich hörte, Prinzessin Zelda wartet dort, wo die Padkarte eine Markierung zeigt. Ja, dies ist der Garten der Zeit. Ein Bauwerk, das im Norden zu sehen ist, ist der Tempel der Zeit. Okay, du wiederholst dich nur. Ich touch erstmal das komische Steinchen hier an. Oh, cooles Geräusch. Sounddesign. 10 von 10. Brücke. Fahre aus für mich. Okay. Und nun machen wir unseren ersten Speedrun-Trick, mit dem wir direkt zu Ganondorf kommen. Ich drücke die Taste, drücke dreimal Spring und dann drücke ich alle Tasten auf dem Gamepad. Und wir sind da. Es muss aber Frame Perfect passieren. Kein Backseat Gaming, keine Tipps, keine Spoiler. Wenn ich irgendeinen Stein übersehe, dann ist es meine Schuld. Lebt damit. Ach so, apropos. Bitteschön, hier euren Text. Ich kann mich auch ein bisschen nochmal hochschieben. Ja, dann seht ihr meine Arme wenigstens noch. Bin ich größer. Stört ja hier unten nicht, ne? Sehr chillig, der Avatar. Verteidigung notwendig. Entschuldigung, ich wollte... Ich weiß nicht, das ist so ein Link-Instinkt, einfach alle Vasen, die man findet, zu zerstören. Gib mir meinen Stock. Waffen werfen. Du kannst deine aktive Waffe werfen. Ja, danke. Will ich nicht? Oh, ich hätte vielleicht mit dir reden sollen, bevor ich deinen Stock klaue. Oh, du bist es. Bist du zum ersten Mal hier? Richtig? Möchtest du gegen die Militärkonstrukte kämpfen? Militärkonstrukte? Die Militärkonstrukte wurden damit beauftragt, diese Himmelslande zu schützen. Unsere Erschaffer, die Sonau, befahlen ihnen, unerwünschten Eindringling gar auszumachen. Sie werden dich sicherlich als Eindringling betrachten. Scheue daher im Kampf gegen sie keine Mittel. Vielleicht kennst du es ja schon, doch lass mich dir eins jener Mittel verraten. Bitte höre aufmerksam zu. Du solltest den passenden Abstand halten, um die Zielerfassung nutzen und willkürlich zurück um dich schlagen. Oh, warte, der hat aber wirklich was Panniges gesagt. Der hat aber nur gesagt, ich soll einfach willkürlich um mich schlagen. Okay, mach ich. Danke. Ich lasse dich die Zielerfahrung mit Freuden an mir selbst ausprobieren. Doch, bitte nicht wirklich angreifen. Nur probieren, ja? Gefahr. Wie die sich einklappen. Sei erneut vor den Militärkonstrukten gewarnt. Warte, ich will nochmal lesen, was der gesagt hat. Ich glaube, der hat einfach echt gesagt, dass ich einfach nur wild rumfuchteln soll. Ich wollte aber nur funny sein. Sollte stets die passende Blabla. Blablabla. Blablabla. Pausenbildschirm. Oh, sagt mir was Neues. Okay, nee. Hat es leider nicht wiederholt. Aber die sind süß, ja? Brauch mehr Apfel. Ja. Da, mein Apfel. Ja. Brauch doch Heilung. Haha. Nichts kann Link aufhalten. Nicht mal Schwerkraft.
Doch, hat er. Du solltest stets den passenden Abstand einhalten und die Zielerfassung nutzen, statt willkürlich um dich zu schlagen. Okay, er sagt es aber nicht funny. Er sagt einfach nur, ich soll anvisieren. Langweilig. Das ist der Kampfstil. So, now Energiesphäre. Ach, guck mal, da ist so einer kaputt. Oh. Sprung. Hui. Guck mal, ich kann da vorne lenken. Oh, schade. Ich hab nichts gedrückt. Also er macht nie einen Bauchklatscher. Da sind die Froschis. Ich brauch den. Nein, er schwimmt zu schnell. Oh, da kommt noch einer auf mich zugeschwommen. Zack. Lecker. Essen. Um in der Wildnis zu überleben, müssen wir alles tun. Ist doch noch gar nicht Mittwoch. Meine Kerle. Yo. Zelda, der Barbar. Falsch hätte ich den Satz nicht sagen können. Wie cool neblig es hier ist. Wir sind in so einer Wolke. Hi. Ich habe den kompletten ersten Teil durchgespielt. Und meine erste Reaktion zum Anvisieren ist immer noch, den rechten Stick reinzudrücken. Ich habe das komplette erste Spiel nochmal gespielt und mache es immer noch. Aua. Ja, habe ich verdient. Schlag mir mal ein bisschen Wissen in den Kopf. Den Stock her. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Schaut meine Inventargröße an. Ich kann einfach alles mitschleppen. Purer Instinkt. Ja, aber wirklich. 200 Jahre Dark Souls gehen halt nicht aus dem Blut raus. Himmelspilz. Okay, warte mal. Ich will diesen Tipp-Spoiler-Text nicht haben. Kann den Mod bitte anpinnen oben links? Bitte keine Tipp-Spoiler. Schreib's auch noch mal in den Titel. Das ist schöner. Ein gewöhnlicher Pilz, der in der Nähe von Bäumen auf den Himmelsinseln wächst. Iss ihn, um deine Herzen aufzufüllen. Mehr Essen. Nom. Ich weiß nicht, was deine Zutaten sind, aber Tex hat gesagt, ich soll dich essen. Oh, Tasche ist voll. Okay, so viel zu meiner Freude. Das Spiel stellt mir ein Bein nach dem anderen, ich sehe schon. Oh mein Gott, da läuft ein Chicken Nugget. Warte. Bin ich umsonst der Held der Zeit? Ich hab noch mehr. Da ist noch ein Chicken Nugget. Oh, es guckt schon. Und rüberzählen. Feuer! Ja! Essen. Ein Herz. Ja, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, wir spielen heute einfach so bis 2, 3 Uhr. Dann gehe ich pennen, falls ich es irgendwie schaffe einzuschlafen. Und dann spielen wir morgen ab so 11 Uhr weiter ungefähr. Einfach den ganzen Tag. Ich wollte schon mal so ein bisschen reingucken und hier dieses Tutorial schon mal angucken und so. Ich will, sobald ich aus dem Tutorial raus bin, zu so einem richtig fetten Drachen gehen und den mal hauen und vielleicht sterben. Aber egal, das ist der Plan. Das Masterschwert wird hier wahrscheinlich nicht kaputt. Ich hab doch schon die perfekte Waffe. Lol, die Leute können hier Master-Schwert-Runs machen in dem Spiel. Wenn man das von Anfang an hat. Aber mit der Level 1-Waffe alles besiegen. Bitte keine Tipp-Spoiler. Ja. So. Gehen wir mal einfach weiter den Weg geradeaus, wo wir hingeworfen wurden, ne? Und schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ich meine, wir sollen ja direkt zu diesem Tempel gehen. Aber ich will mich auch so ein bisschen umgucken. Aber ich glaube, uns fehlt ja irgendwie was. Meine Nippel sind kalt. Ich bräuchte ein Oberteil auf jeden Fall. Und ich hätte gerne, weiß ich nicht, Bomben? Vielleicht so ein Stasis-Modul? Irgendwas? Link friert. Nein, keine Sorge, Link hat keine Nippel. Die können gar nicht frieren. Da sind Spurtpilze. Die kenne ich. Yo! Was bist du? Geduckt bewegst du dich langsamer, aber leiser fort. So kannst du dich anschleichen. Frühstück. Hallo? Könnt ihr nicht den Vogel wegscheuchen? Ich jag den. Yo, da sind richtig viele.
kurz die Äpfel mitnehmen? Mein Masterschwert ist kaputt, okay. Kein Masterschwert, only one. Mein Stock ist kaputt. Ich habe noch mehr Stöcke. Yo, Wildfleisch. Bist du wütend? Oh mein Gott, der ist wütend. Bist du wütend? Oder rennst du weg? Hallo? Ja, mehr Wildfleisch. Moment mal, wir haben nicht mal einen Gleiter. Ich meine, wir haben ja gar nichts. Ah, egal, wir haben Essen. Das ist wichtig, das brauchen wir bestimmt. Hier ist unsere nächste Hilfe, weil wir müssen... Da ist irgendwie ein bisschen Wasser dazwischen. Schwimmen können wir ja theoretisch. Jetzt neu, der Rösthimmelpilz. Neu? Denk, oh, es gibt bestimmt so ein Kochbuch jetzt in dem Spiel, wo die ganzen Rezepte drinstehen. Das war so verwirrend im ersten Teil, weil man hat halt in so Stellen Bilder gefunden, also Bilder von Essen gefunden, man konnte es nachkochen und so, aber man konnte es sich doch nicht mehr merken, nachdem man es gegessen hat, war es einfach weg oder so. Es gibt bestimmt ein Kochbuch. Ah, das habe ich gerade geröstet. Doch bitte, nimm es dir, kein Problem, Arsch. Kopf, Link, hallo. Ach, du bist es, Meister, hallo. Geröstet? Oh, entschuldige, ich muss gerade noch mal genau hinsehen. Wir begegnen uns ja zum ersten Mal. Dann hör gut zu. Eine der Aufgaben von Konstrukten ist es, Doofköpfen wie dir diverse Sachverhalte zu erklären. Wenn du also Fragen hast, wende dich an Konstrukte. Wir werden sie leider beantworten. Soweit zu diesem Punkt. Kehren wir nun zu dem Thema zurück. Rösten. So nennt man die Schlachtung eines Internet-Users in diversen Foren. Du kannst Zutaten rösten, indem du sie in die Hand nimmst und dann direkt neben das Lagerfeuer legst. Ich selbst esse ja nichts, deshalb kann ich über den Geschmack nichts sagen. Das ist für mich lediglich ein Begriff. Aber von unseren Erschaffern weiß ich, dass Rösten von Zutaten ihren Nährwert erhöht. Wenn du Zutaten hast, probier das Rösten doch mal hier am Lagerfeuer aus. Ich bin so viel besser als du. Okay, ich röste mal Essen. Proviant. Oh, eine eigene Tasche für gekochte Sachen, ja. In die Hand. Mein Apfel brennt. Ist das richtig? Okay, danke. Röstapfel. Der wurde geröstet. Stand gerade Rezepte? Ah. Yo, cool. Ja, guck mal, kleine Rezeptkarten. Ja. Wenn ich da so unten was übersehe, das ist perfektes Backseat Gaming, wo ich nicht mal was gegen sage. Aber sonst lasst mich alles entdecken, ja? Cool. Es gibt ein Rezeptbuch. Wunsch erfüllt. Hallo, Platte. Oh. Ich weiß die Lösung für das Rätsel. Wir haben hier Rösten gelernt. Achso, ich glaube, darf den gar nicht da drauflegen. Okay, dann weiß ich nicht die Lösung. Was machst du jetzt? Buddeln. Bitte wärme dich an diesem Lagerfeuer, wenn dir immer die Nachtpause steht. Okay. Tschüss. Wir müssen hier in den Tempel rein. Let's go. Der Tempel der Zeit? Aber ist es der Tempel der Zeit? Ich meine, im Breath of the Wild unten steht ja auch halt ein Tempel der Zeit. Der ja viel mehr der Tempel der Zeit ist, den man kennt. Vielleicht ist es ein anderer Tempel der Zeit. Dieses ganze Sonau-Zeug kommt mir nicht bekannt vor. Obwohl die Lampen mich sehr an Twilight Princess erinnern irgendwie. Diese Kastanienlampen. Tempel der Zeit. Moment. Ich benötige einen Stock. Der hat ein Schild. Der hat ein Schwert. Der ist einfach so viel besser equipped als dich. Level 1 Noob versus Level 100 Mafia-Boss. Yo, cooler Spin. Au, der tat weh. Deswegen soll ich mein Essen rösten. Ist mir egal. Ich brauche kein Rösten. Oh ja! Und... Aua. Ich denke immer, die Schläge sind zu viel langsamer. Mein Nintendo eskaliert einfach komplett. Kann ich dem... Ja. Einfach nach hinten hüpfen, solange bis es funktioniert. Wie oft man zuhaut. Alter Holzschild. Ein alter, altgenutzter Holzschild, der lediglich leichten Angriffen, zum Beispiel mit Pfeilen, standhalten kann. Schild verwenden. Ja, wenn ich anvisiere, ich verstehe. Und ein verrostetes Schwert. Vor langer Zeit hat dieses Schwert vielleicht einmal ein berühmter Kämpfer geführt, aber jetzt ist es so mitgenommen, dass es nicht mehr als ein paar Schläge aushält. Same, bin auch mitgenommen und halte keine paar Schläge aus. Wir alle.
Sonst wären wir nicht um 1 Uhr nachts hier und gucken und spielen Zelda. Es gab bei dem Spiel ein Day One Patch, ja. Der soll Performance nochmal richtig viel verbessert haben. Drache? Wo ist Drache? Ich meine, ich habe den schon ein paar Mal im Himmel gesehen, aber gerade sehe ich ihn nicht. Ah, da hinten. Der versteckt sich. Verstehe. Ja, wenn ihr so generelle Fragen im Chat seht, die ich beantwortet habe, könnt ihr gerne darauf antworten. Das hilft. Und passen wir diese Tür an. Die sieht eben wichtig aus. Okay, dann nicht. Was weißt du, Hand? Diese Pforte öffnet sich nur für jene, die über die nötige Kraft verfügen. Verzeih mir, ich wollte dich nicht erschrecken. Du hast bereits meine Stimme vernommen und dein rechter Arm gehörte früher einmal mir. Rauru. Ja, und er hat Gen doch erwähnt. Rauru, einziger Besitzer des rechten Arms. True? Bitte sieh mir nach, dass ich dir in dieser Form gegenübertrete. Leider besitze ich keinen Körper mehr. Aber zurück zu dieser Pforte. Eigentlich sollte sie sich mit meinem rechten Arm öffnen lassen, doch er scheint geschwächt zu sein. Du musst wohl seine Kraft wiederherstellen. Dies könnte dir gelingen, indem du ihn in heiligem Lichte badest. Wir müssen pumpen gehen. Let's go. Sieh mal, ich würde dir raten, den Schreinen auf dieser Insel einen Besuch abzustatten. Schrein? Das sind Steine, nicht Schreine. Wohlan, so sollte er seine Kraft zurückerlangen. Okay, hallo, danke, Rauru. Dann haben wir wohl die Quest für den ersten Schrein bekommen. Cool. Die verschlossene Pforte. Oh, cooler Questtext. Tagebuch. Ah, oh, cool, mit so kleinen Anzeigen auf einer Karte. Von Rauru. Als du die Pforte zum Tempel der Zeit untersuchtest, erschien Rauru, der ehemalige Besitzer deines rechten Arms. Ihm zufolge musst die Kräfte des Arms wiederlangen, um die Pforte zu öffnen. Die spiralförmigen Lichter führen dich zu den Schreinen, die dir dieses Unterfangen ermöglichen. Und Rauru ist der Name von einem der Weisen damals, oder was? Nicht Midnas Arm, sad. Nein, kein Midna scheinbar. Meinte einer zumindest gerade im Chat? I think so. Okay. Aber das Design von denen ist richtig sick. Irgendwie so wie so eine Echse mit einer Ziege gemischt. Cooles Volk. Ja, Rauru ist ein Sparmehl. Es ist die Lichtweise von Ocarina of Time gewesen. Ah ja. Sexe. Das klingt merkwürdig. Ich war so kurz davor, einfach zu springen und meinen Gleiter zu ziehen. Bis mir dann aufgefallen ist, Moment. Dieses Objekt namens Gleiter besitze ich nicht. Ich habe nur zwei starke Arme und einen Willen. Ich soll vielleicht auch die richtige Quest markieren, wenn das Spiel mir schon die Tipps dafür gibt. Tagebuch. Fragezeichen. Album. Ach, guck mal, die Fotos, die sie gemacht hat. Yo. WTF? Hat sie dir das Foto irgendwie 300 Mal hochgeladen und wieder runtergeladen? Ich habe ja Memes mit besserer Qualität gesehen. Aber die Fotos sind cool. Okay, und da hinten ist auch noch ein Fragezeichen. Und hier ist kein Sheikah-Text, den man übersetzen kann, um sich's vorwegzunehmen. Obwohl ganz oben am Rand ist so ein bisschen Text. Ich weiß aber nicht, ob der Sheikah ist. Doch, sieht aus wie Sheikah-Text. Warte mal. Ja, doch, warte mal. Er hat gesagt, ich soll zum Schrein gehen. Und der Schrein ist da, markiert. Meine Augen. Da unten sieht es nicht aus, als wäre da was zum Trainieren. Okay. Na gut, vielleicht kann die Kamera dafür 20 Millionen Fotos aufnehmen oder so.
Du da willst kämpfen? Okay. Ich bin Link, Werfer der Äste. Er hat einfach eine Bossleiste, wenn er mich sieht. Und genau das steht da. Wir haben gewonnen. Impulsbeile. Yo. Und ein Alpha-Horn. Ich bin hier der Alpha. Schaut mir weiter zu, wenn ihr wissen wollt, wie ihr in Tears of the Kingdom ein wahrer Alpha seid. Werft eure Stöcke auf die Gegner. Ist kaputt. Ist nicht kaputt, ist aber nur ein Rätsel für mich. Ich meine, ich will eigentlich da rechts hin und da ist der erste Schrei. Schrei. Ja, das ist der Schrei. Erste Schreien, aber... Kurve. Ja. Alles gut? Alles gut? Nichts und niemand kann Link aufhalten? Easy. Ich sag euch doch, Stöcke werfen macht einen zum besseren Spieler. Hallo? Ich hab, glaube ich, dein Tutorial verpasst. Warte mal, ich hol mir mal den Schrein da oben. Oh, wir sind echt weit weg. Warte mal, ich will den ersten Schrein haben, bitte. Ich will noch nicht mit der Ziege. Okay, dann reden wir mit der Ziege hier. Es tut mir alles leid, ich rede mit dir. Kein Weltuntergang, bitte. Hallo? Ah. Noch immer arbeiten sie unermüdlich. Warte mal, du redest gar nicht so. Noch immer arbeiten sie unermüdlich, ganz wie sie es immer taten. Ursprünglich hatten wir sie zu unserer Unterstützung erschaffen. Doch schon bald empfanden wir sie als unsere Nachbarn und Freunde. Niemals hätte ich gedacht, dass sie auch jetzt noch ihren Aufgaben nachgehen. So ganz ohne Sinn. Ich muss sagen, dieser Anblick erfüllt mich mit Melancholie. Mit Mel? Axt. Yo. Warum leuchtet die so krass? Seht ihr es? Ultra krass am Leuchten, die Axt. Leuchteaxt. Aber im ersten Schrein kriege ich vielleicht irgendeine coole Fähigkeit. Moment mal, ich muss zum ersten Schrein. Vielleicht kann ich mal Hallo sagen. Den Blick nach vorn richten, immer gerade drauf zu. Hä? Verzeihung, ich war ganz vertieft in meine Holzfällerarbeit. Bist du auch gekommen, um Bäume zu fällen? Bäume fällen? Wenn man Bäume fällt, erhält man Baum. Baumstämme wiederum können zu größeren Konstrukten kombiniert oder zu Feuerholz weiter zerkleinert werden. Für Baumstämme gibt es viele Verwendungen. Daher komme ich täglich hierher, um Bäume zu fällen. Ich liebe Bäume fällen. Allerdings ist das nicht ganz einfach, sie in die beabsichtigte Richtung fallen zu lassen. Daher sage ich mir immer, wie es geht, den Blick nach vorn richten, immer gerade drauf zu. Ah, Verzeihung, das waren sehr viele Informationen auf einmal. Aber wenn du auch Bäume fällen willst, kannst du das gern mit dem Baum tun, den ich dort abgelegt habe. Nein, mit der Axt. Oh, ist es schon so spät? Ich habe gar nicht bemerkt, dass die Zeitglocke geläutet hat. Für heute werde ich ruhen. Die Zeitglocke. Das war das Geräusch, was ich gehört habe. Okay. Ja, ich weiß nicht, was du mit kombinieren meinst oder so. Ich nehme mal kurz die Sona-Energiesphäre hier mit. Und wir suchen uns den Weg zum Schrein. Wir können ja noch Bäume sein. Ich glaube, die pflanzen einfach immer wieder auch welche nach. Die kümmern sich halt einfach so. Bäume fällen, Bäume pflanzen. Bäume. So. Genau, Chat. Keine Tipps. Nicht sagen, wo ich hingehen soll, was ich machen soll, in welcher Reihenfolge ich was machen soll. Das Spiel wird schon nicht kaputt gehen, nur weil ich irgendeinen Stock oder sowas übersehe und nicht aufgehoben habe. Ich habe das Gefühl, ich sollte hier eine Brücke bauen. Moment, wir kommen irgendwie zurück. Ich muss nur den Schrein holen. Oh, shit. Okay, wir erkunden Hyrule. Gut, dass wir wieder hochgesetzt werden. Au. Darauf erstmal einen gerösteten Apfel. Und das und ein Stück rohes Hühnergeflügel. So. Guck mal, gleich sind wir zurück. Wie ich einfach komplett falsch gelandet bin, weil ich diese dumme Schiene langlaufen wollte. Die sah viel zu interessant aus. Was kann ich denn dafür? Das war eine Challenge für mich. So. Oh.
Wisst ihr noch, in Breath of the Wild, die ersten Berg, den man hochgeklettert ist, da hingen die auch. Das ist eine Referenz. Ja. Kriegen wir jetzt hier... Oh mein Gott. Kriegen wir jetzt echt was Cooles hier? Müssen wir hier? Oh, ich freue mich so. Oku, uhu. Oku, uhu, oku, uhu. Aktivieren. So, und dann hat man hier auch wieder einen Teleportationspunkt. Das sind die blauen Kreise, ich verstehe. Und dann... Holy shit, der Effekt sieht richtig geil aus. Gehe ich einfach rein und bin drin oder kriege ich einen Ladebildschirm? Ohne Ladebildschirm, ich wäre so impressed. Ah, Ladebildschirm, okay. Ich verzeihe dir, Spiel. Ah, zeig mir einfach die Karte, wo ich gerade bin. Cool. Yo, endlich nicht mehr dieses blau-schwarze Design. Hi. Ah. Das steht da nicht. Da bist du also. Dies ist ein Bannschrein. Hier versiegelte ich vor Urzeiten mit Hilfe meiner Lichtkraft das Böse. Wenn du deinen Arm in diesem Lichte badest, kannst du seine verlorenen Kräfte wiedererwecken. Wohlan, strecke deinen rechten Arm aus. Mein rechten oder deinen rechten? Eigentlich ist es ja deiner. Ah. Eine Kugel. Die in meiner Hand ist. Ultrahand. Mit dieser Fähigkeit kannst du ein entferntes Objekt greifen. Solange die Hand das Objekt hält, kannst du es drehen oder bei Bedarf an einem anderen Gegenstand befestigen. Hm. Der Name dieser Fähigkeit lautet Ultrahand. Das ist eine Anspielung an ein Spielzeug, das Nintendo damals entwickelt hat. Für mehr lustige Fakten kannst du gerne meinem Blog folgen. Sie ist eine der Kräfte meines rechten Arms. Sie erlaubt dir, Objekte zu bewegen und zusammenzufügen. Wenn du sie klug einsetzt, kannst du damit herstellen, was auch immer dir vorschwebt. Das ist ein Nerd-Emoji, ja. Wenn du mit Hilfe dieser Kraft das Innerste dieses Schreins erreichst, dann wird sie dir fortan gehören. Fortan dir gehören. Können wir meinen Arm so entkorrumpieren, wenn wir ganz viele machen? Das wäre cool. Armkraft einsetzen. Dafür brauche ich keine Taste. L1. Oh, wenn man es gedrückt hält, kriegt man so ein Rad. Und wenn man loslässt, oh mein Gott, das ist einfach so eine smarte Lösung. Antippen zum Einsetzen und gedrückt halten zum Wechseln. Ja. Okay. Orange. Arm. Zum Drehen, das halten. Horizontal drehen. Jo, guck mal, ist so viel besser als bei Breath of the Wild. Kannst richtig spinnen. Die sind aber jetzt schon 100-mal so gut. Ich möchte diese Brücke so. Nein. So. Tada! The Legend of Brücke. Dankeschön. Für meinen nächsten Trick benötige ich das. Plapp, plapp. Plapp, 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 plapp. Plapp, plapp. Zack. Und näher zu mir hin. Drehen. Drehen. So. Das ist sowas von die falsche Lösung, aber es funktioniert. Let's go! Ich bin ein Genie. Was für falsche Lösung? Es hat funktioniert. Moment mal, wo bin ich? Da bin ich! Jo, hallo! Da fährt eine Platte. Okay, Moment mal, was soll ich hier bauen? In welchem Keller bin ich hier gelangt? Warte mal. Hä? Das ist meins. Das hab ich gebaut. Guck mal, Mama. Oh mein Gott, ich habe das Rätsel da drüben so falsch gemacht. Woher soll ich denn wissen, dass ich die schon aneinander kleben kann, die Sachen? Guck mal, was ich machen kann. So viel einfacher. Guck mal, das hier hernehmen. Und dann das.
Und dann sage ich kurz... Warte. Da. Ich hätte einfach eine ganze Brücke bauen können. Plonk. Cool. Aber meine Lösung hat mir besser gefallen. Ich wollte das Drehen erstmal ein bisschen üben. Wir sehen, so funktioniert dieses Fahren da oben. Und theoretisch soll ich damit die Schiene langfahren. Aber was ist, wenn ich einfach mir diese Brücke hole? Jo, ich kann einfach mir so ein 200-Meter-Zepter bauen und irgendwelche Leute erschlagen oder so. Und by the way, ich sehe da gerade eine Kiste. Jo, die ist ein bisschen nicht so kaputt wie die, die ich gesehen hatte. Der Bernstein ist ziemlich spitz. Aber den kenne ich ja noch aus dem ersten Teil. Es ist so cool, dass man die Rätsel so eigen lösen kann. Einfach schon diese allererste Rätsel, was ich halt sehe. Und ich kann einfach die wildesten Sachen aus meinen Träumen bauen. Okay, was bauen wir, um hier rüber zu kommen? Wie kann ich eine halbe Stunde hier drin sein? Eure Schuld, mir zuzugucken. Kann ich das irgendwie lösen? Ah, einfach ein bisschen jiggeln. Okay. In der heutigen Folge Link vs. Wild finden wir heraus, was Link mit einem Haken, zwei Steinbrettern und einem Holzbrett basteln kann. Bleibt dran, um die Lösung zu sehen. Okay, warte. Ich nehme so, drehe das gerade hin. Zack. Ich liebe es, wie es einfach sofort stehen bleibt. Überhaupt nicht am Rumwackeln ist. So. Dann kommt das nach oben. Ich wollte nicht, dass es umfällt. Aber das ist so schwer. Aber keine Sorge, ich repariere das noch. So? Perfekt. Ja? Ich liebe die Ultrahelden jetzt schon. Und da. So, auf geht's. Bringe mich. Ist da oben irgendwas? Ich weiß es nicht, aber ich kann vielleicht die Höhe hier nutzen. Um mir das zu klauen. Nein, ist zu weit weg. Verdammt. Was ist, wenn ich was hochhebe, wo ich draufstehe? Ah, darf ich nicht, während ich draufstehe. Okay, das ergibt Sinn. Die Bälle, da kann ich ja nicht wegmachen, nee. Warte, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da! Puh. Gott sei Dank ist es runtergefallen. Ach, Rätselschmetzel. Warte mal, ich heb das mal kurz hoch. Kann ich mein Teil einfach kurz da drüber heben? Danke. Oh. Hallo? Meine Lösung, sie ist die Klippe runtergefallen. Okay, baue ich halt den langweiligen Fahrstuhl. Nein! Okay. Meine ganze Arbeit. Warum sind meine Bretter auch jetzt wieder da hinten? Bis ich die wieder habe, dauert das halt 100 Jahre. Wir gehen mal weiter, wenn wir mehr vom Spiel sehen. Hätte es geklappt, hätte ich es mitgenommen. Ich wollte eigentlich das einfach nur über die Klippe, über die Schlucht zerlegen.
Oh mein Gott, wie hat er dieses mächtige Konstrukt nur erschaffen? Fast so, als sollte man genau das hier bauen. Block. Ist hier irgendwo noch eine Kiste? Hat man eine Anzeige, ob man... Ach, guck mal, da ist sogar ein Kistensymbol daneben. Wir haben alle. Sehr schön. Und das ist das Ende vom Schrein? Drehen sich so ein bisschen. Aktivieren. Jetzt kommt die ganze Arbeit, ja. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Ort ruht. Das werde ich nie wieder so vertonen. Ja, warte mal, falsche Hand. Achso. War nur in der Luft. Ja, fast wie neu. Oh, ein bisschen Korruption ist echt rausgegangen. Cool. Sie gehören ins Licht. Ein Kristall des hehren Lichts, welches das uralte Böse versiegelte und reinigte, strahlt ein angenehmes, natürliches Licht aus. Okay. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Warte, ich habe da bestimmt einen Knopf für, den ich irgendwann vergesse. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. War das gut? Ist das cool? Ladebildschirm. Ist cool? Okay. Nice. Habe ich gerade irgendwas gedrückt? Nö. Oh. Du hast den Schrein mit Bravour bewältigt. Dadurch hast du eine der Fähigkeiten... Mehrere? Deswegen war da 5 Slots, lol. Eine Fähigkeit zurückerlangt. Wenn du auch die 2 verbleibenden Schreine bezwingst, wird sich dir das Tor des Tempels der Zeit gewiss öffnen. Sieh dich um und markiere dir die Schreine, die du entdeckst. So wirst du sie sicher ohne Mühe erreichen. Verwende dazu die Fernglasfunktion des Pura-Pads. Fernglas. Drücken, markieren. Ja, habe schon für den Schrein gemacht. Genau. Und da ist ja das, was wir runtergefahren sind. Und da wird mir auf einmal irgendwas mit Zusammenbasteln erklärt. Und ich war nur so, habe ich schon, upsie. Nehmen wir mal die Spurtlinge hier mit. Ja, guck mal, hier ist nochmal so eine Energiesphäre. Das sieht richtig schön aus hier auf den Inseln. Ich hab voll Bock, mir die ganzen Ecken hier anzugucken. Und ist die Zeitglocke, die einfach abgeht, nehme ich an. Sonau-Energiesphäre. Ja, wir machen noch ein bisschen, ne? Bis so 2-3 Uhr und dann morgen früh machen wir weiter. Denkst du, ab 2 Uhr werde ich auch gucken, nicht mehr Story zu machen. Dann müsst ihr halt bis 2 durchhalten, aber morgen früh legen wir halt dann richtig, richtig los. War schon heftig, dass du einfach drüber gelaufen bist. Wenn es die Option mir bietet, ich wollte es ausprobieren. Nein. Nein. Nein! Ja, nein, nein, nein! Nanu, du bist ja gar nicht Maronus. Kannst du mich etwa sehen? Ich bin ein Krok, ein Waldgeist. Hier, ich hab etwas für dich. Wenn du Maronus siehst, gib es ihm doch bitte zurück. 1. Meine Freunde verstecken sich übrigens auch an den verschiedensten Orten. Wenn dir irgendetwas auffällig erscheint, solltest du dort suchen. Verschwinde, Dämon! diesen kleinen Samen hat dir ein Krok geschenkt. Vielleicht lohnt es sich, viele davon zu sammeln. Riecht etwas komisch, als ob ich schon wieder Scheiße sammel. Pupu sammeln ist zurück, let's go. Das war's mit 100%. Nein, nein. Krok-Pupu sammeln kann ich machen. Im Ladebildschirm steht ja eine Zahl im ersten Teil. Ist es die Zahl, wie viele man gesammelt hat oder wie viele man gerade dabei hat? Äh,
gesammelt insgesamt. Okay, dann habe ich im ersten Teil 200 gesammelt. Ich schaffe diesmal mehr. Das ist schon eine Challenge. Aber ich hatte so viele Waffenslots. Ich habe ja nie alle gesammelt. Aber vielleicht sammle ich hier alle. Schon Bock. Und Moment. Irgendein Spoiler-Hansel habe ich gerade gesehen. Kein krasser Spoiler, aber das will ich nicht an Tag 1 lesen. Tschüss. Keine Tipps, Spoiler. Ist nicht so schwer. Haltet eure Fresse. So, let's go. Weiter geht's. Mit dem Minimap sind Koordinaten dabei. Ja, ist ja ganz gut für die YouTube-Tutorial-Videos, ne? So. Ja, wir fahren jetzt mal da oben drüber die Bahn, ne? Warum nicht? Wir haben uns jetzt die Ecke hier noch angeguckt, haben einen Krog gefunden. Klingt gut. Weißt du, ich spiele seit einer Stunde draus, die Leute hauen irgendwelche Endgame-Fakten raus. Könnt ihr einfach leise sein? Wenn ich 500 Mal sage, keine Tipps, besonders jemand, der halt eigentlich regelmäßig bei mir im Chat ist, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es halt echt nicht. Hat keine Gnade von mir. Verzeiht. Machst du 100%? Ja, für dich. So, warte mal, hier oben war ich. Wo ist die Schiene? Da drüben, über dem Fluss. Wusste ich. Aber ich darf ins Wasser springen, hat das Spiel gesagt. Jawoll. Ja, das Spiel haben wir schon locker Leute durch. Das ist keine Sache. Bin ich beschäftigt. Ich will einfach nur, dass die Leute sich höflich hier im Chat verhalten. Chillen und erkunden. Genau. Ja, was? Maroni ist nämlich schon das zweite Mal, dass die Nachricht im Chat war. Aber jetzt hat es mich genervt, weil die Leute sollen das einfach nicht schreiben. Schreiben nicht zufällig zwei Leute denselben Joke über Stunden verteilt. Wir machen uns zwei Bahnen? Jo, ich mache eine Doppelbahn. Let's go. Ich liebe diese Fähigkeit. Hallo Zombie, ich wusste, dass du noch spielst. Immer. Ich spiele immer. Besonders, wenn das beste Spiel der Welt rauskommt, hallo? Ob ich nicht spielen würde. Yo, die Doppelbahn. Extra für zwei Fahrer. Muss ich nur einmal hier drüber heben, dass ich die dranhaken kann. Yo. Guck mal, wie cool. Warte, ist noch nicht ganz drauf. Jetzt. Auf geht's! Doppelbahn! Wie soll man die eigentlich anschieben? Ich muss die, glaube ich, echt so... so weit hinten wie möglich anhängen. Dass er halt so ein bisschen losfährt. Schieben. Ich schieb nicht mit... Ich stell mich drauf und schieb ein Brett dagegen. Das scheint zu klappen, aber irgendwie steckt das Brett auch jetzt da drunter fest. Ah. Okay. Brett. Zieh mich. Hallo? Schieb! Los! Schieb! Es reicht nicht. Es ist nicht genug Kraft. Ich hab das gleich. Okay, ich werde das nochmal anfassen, aber immer wenn ich es anfasse, bewegt es sich so viel. So. Ja, okay, ich bin drauf. Yo, die Doppelbahn, sie funktioniert! Und sie hat sich ausgehakt. Ist nicht für Kurven gebaut worden. So, und du hast mir gesagt, ich kann Baumstamm kombinieren. Lol, wir haben Penis gebaut. Okay. Penisprozent abgeschlossen. Sehr gut. Oh, das ist wie das Rätsel im ersten Spiel. Aber ich baue jetzt mir selber den großen Baum. Ja, es stimmt. Mein Baumstamm ist so lang. Sorry. So. Noch ein mehr. Ich hab den längsten Baumstamm in Hyrule. Ich
Viele sagen auch das Masterschwert. Da fehlt noch ein Baum. Deswegen war die Axt hier. Ich weiß nicht, ob ich hier hin soll. Wir haben mir auch gesagt, markier Schreine und ich laufe einfach los. Ich will eh alles erkunden. Kann ich den Stock an dich kleben? Hat jemand ein Boot gebaut? Das längste Boot der Welt. Verteidigung notwendig? Nein, nein. So bedrohlich ist mein Boot auch noch nicht. Der Schatten. Ja, ich bin 12. So. Cool. Kiste. Phase 1. Phase 2. Und Appel. Kleidung? Wird zu Schmuck verarbeitet. Okay, ja, Bernstein. Was ist das denn? Amiibo? Ich hoffe, ihr habt die Schachtel gehört. Jo! Will ich nicht. Hyrule Link braucht diese Cheater-Items nicht. Okay, ich will reingucken. Aber was ist, wenn da irgendwas drin ist, was ich... Ich will es gar nicht... An Bernstein. Puh. Danke. Verschwinde. Das ganze Zeug hebe ich da auch nicht auf. Das Amiibo-Zeug ist viel zu früh. Ich will noch gar nicht wissen, was es hier alles in Sachen gibt. Danke, Lootbox-Glück. So, und jetzt lege ich meinen Schwengel hier rüber. Er ist leider umgefallen. Oh, mein Gottes Willen, das macht es nicht einfach, hier rüber zu laufen. Was bist du? Das macht das Brückenbauen sehr viel einfacher. Stell dir mal vor, irgendwie da drüben steht so ein Gegner. Ich heb das Ding hoch und mach das. Warte, so, und dann lass ich los. Bonk. Nein, warte. Hab's gefangen, alles gut. Verlier doch nicht mein wertvollstes Werkzeug. Das ist... warte. Wenn ich nach 6 Jahren endlich Tears of the Kingdom spiele. Okay. Ah, nein, nicht runterwerfen. So. Gut, dass wir nach Mitternacht spielen. Ein paar Stämme und dann wird der Drache erschlagen. Irgendwer, die Speedruns werden einfach, wer braucht den längsten Stock und kann damit durchs ganze Spiel geradeaus laufen oder so. Boxen sollten ja mit der Axt auch kaputt gehen. Ja, Pfeile. Yo, ich habe noch keinen Bogen. Du da. Aha. Ich frag dich erstmal, ich bin nett. Psst, still, ich jage. Du jagst? Exakt, ich jage wild, das in diesem Walde haust. Moment. Dich habe ich noch nie zuvor getroffen. Dann hör gut zu. Eine Aufgabe von uns Konstrukten ist es, Leuten wie dir Sachverhalte zu erklären. Deshalb solltest du auch andere Konstrukte ansprechen. Sie werden dir deine Frage beantworten. So, nun zum Punkt. Bei der Jagd erlegt man Wildtiere, wie zum Beispiel die, die hier im Wald leben. Das Fleisch von Wildtieren ist für organische Lebewesen ausgesprochen nahrhaft. Jedoch sind sie auch furchtbar scheu. Wer jagt, darf keinen Ton von sich geben. Vorpirschen im Ducken ist das A und O für eine lautlose Jagd. Ducken. Pfeil und Bogen sind ideal, um aus der Ferne anzugreifen. Am schlausten ist es, auf Schwachpunkte der Beute zu zielen.
In der Nähe sollte ein Bogen sein. Ich schenke dir ihn dir. Tu damit, was du möchtest. Danke. Alter Holzbogen. Ein hölzerner Bogen aus alter Zeit. Er ist nicht sehr stark, da er vor allem für die Jagd ausgelegt ist. Bogenangriff. Ja. Tada. 20 Pfeile. Das Zielen ist so viel schneller als im ersten Teil. Zumindest hoch und runter, okay. Headshot. Ja. Trifft ein Pfeil den Kopf eines Gegners, fügt dem doppelten Schaden zu. Außer bei Wildtieren, wo es immer generell ein One-Shot ist. Aber das sagt das Spiel natürlich nicht. Zumindest war es im ersten Teil so. Da rennt halt der Dodo. Nun sehen wir einen wilden Link bei der Jagd. Kann der mal chillen? Der ist immer noch im Rumsprinten, der Junge. Wo ist er? Ist er hinter der Säule genau? Nee, ne? Wo ist der Dodo? Kein Dodo für mich. Und so sind sie ausgestorben. Ja, er war der letzte Dodo seiner Art. Pfeil und Bogen. Wo bin ich denn hier gelandet? Wir spielen hier mit Stöcken. Ja! Es ist irgendwo geplatzt, aber es hat ihn nur erschrocken. Aber eigentlich brauche ich echt viel Fleisch. Oh, hier liegt ein neuer. Jo, da ist einer, der kocht. Jo, bring mir Kochen bei. Das wird schmecken, da bin ich sicher. Bitte verzeih meine Unaufmerksamkeit. Ich war hier ganz ins Kochen vertieft. Oh, dich habe ich zuvor noch gar nicht getroffen. Dann lass mich eine Sache erläutern. Wir Konstrukte erfüllen diverse Funktionen. Dazu gehört, Leuten wie dir alles Mögliche zu erklären. Wenn du Fragen hast, wende dich an ein Konstrukt. Wir werden sie stets beantworten. Also, möchtest du mehr über das Kochen erfahren? Ja, hau raus. Oh, wenn du so fragst, ist Kochen wohl absolutes Neuland für dich. Neuland? Okay. Let him cook. Nun denn, ich werde dir die Grundlagen des Kochens beibringen. Ja, bitte. Kochen, Schritt 1. Zutaten in die Hand nehmen, Schritt 2. Alles in einen Topf über ein Feuer werfen. Guten Appetit. Aber die Welt des Kochens bietet doch viel mehr. Man muss sich nur ein bisschen einarbeiten. Die Kombination einer Zutat ist der Schlüssel zu vielen verschiedenen Speisen, die ebenso viele Effekte haben. Manche Speisen halten warm, manche geben eine neue Ausdauer. Insekten und anderes Kleingetier ergeben zusammen mit Monsterteilen Medizin. Diese ungewöhnlichen Zutaten solltest du aber nie mit gewöhnlichen Essen in den Topf werfen. Dies alles weiß ich freilich nur dank... Freilich? Dank meiner Erschaffer, denn selbst habe ich kein Bedürfnis für Nahrung. Such mich gerne wieder auf, wenn du Fragen zum Kochen hast. Ich werde meinen Posten nicht verlassen. Hast du ein Rezept für mich? Mehr zu speisen. Nimm erst alle Zutaten in die Hand, wirf sie in den Topf, viel Vergnügen, Medizin, Kleingetier, Monsterteile in den Topf, viel Vergnügen. Was für Effekte? Manches Wärme, manches Ausdauer. Okay, schade, kein Rezept. Ah, ich wollte ihn ja wenigstens fragen. Danke, festlich, für den Raid. Vielen Dank. Danke auch an alle Subs zwischendurch. Wir sind hier am Anfang vom Spiel, wir machen noch bis so 2-3 Uhr. Und... haben einfach Fun. Ich habe hier irgendwo ein sehr langes Boot gebaut. Das müsste ich eigentlich mitnehmen. Aber dann habe ich einen Bogen bekommen und wurde abgelenkt. Lass mich doch nicht ablenken in dem Open-World-Spiel. Der Tempel sah so schön aus, aber hier ist irgendwie nichts. Außer ein Frosch. Komm her, Spurtkröte. So ein paar FPS-Drops merke ich, aber die sind so kurz. Nichts Schlimmes. Nicht mehr oder weniger als Breath of the Wild. Wenn Leute sich wegen Performance fragen. Jo, wenn ich aus dem großen Baum mir was baue. Ist mein großes Boot noch da? Ja, cool. Das wollen wir. Ist irgendwie noch nicht Nacht geworden, oder? Spult die Zeit? Jo, bestimmt dieser Gongschlag heißt, dass die Sonne dann wieder rückwärts geht. Es gibt keine Nacht. Aber warum gibt es keine Nacht? Das werden wir noch rausfinden, wahrscheinlich. Vielleicht müssen wir auch einmal den Tempel der Zeit aktivieren, dass Nacht kommt. Damit man einfach noch nicht so hier von irgendwelchen Nachtmonstern angegriffen wird oder so. Ja, das killt auch die FPS. Aber das darf es. Das ist ja auch der FPS-Killer. Haben wir mit dem geredet? Warte mal, mein Bogen rennt gleich. Danke. Förster-Konstrukt.
Heute ist meine Jagd zu Ende. Achso, sein Tag ist vorbei. Das ist der Jäger. Okay. So, wir gucken mal auf die Karte. Wir haben da einen Schrein gemacht, wir haben da einen Krog gefunden und dann habe ich hier wahrscheinlich da einen Krog übersehen, da einen Krog übersehen, da einen Krog übersehen, da einen Krog übersehen, da einen Krog übersehen. Und jetzt sind wir hier. Wir haben da noch ein Haus. Erkenne ich die Schreine irgendwo? Nein. Ich bräuchte... einmal so. Hinlegen. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, mein Ast ist so lang. Yo, der rollt ja einfach drüber. Bleibst du stehen? Okay. Passt. Hör auf zu drehen, hör auf zu drehen, hör auf zu drehen. Ich will da hochlaufen, ich will da hoch... Oh, je. Upp, 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 upp. Ich will doch nur kurz hier hochlaufen. Nein. Hallo. Hör auf zu rollen. Ich meine, es hört so langsam auf zu rollen. So. Sehe ich irgendwo einen Schrein? Tatsächlich nicht, ne? Da steht der Dude. Warum ist das so hell? Warum erblinde ich jedes Mal, wenn ich mir einen Punkt setze? Da ist ein Krog. Ich bin so froh, dass ich eingeschaltet habe. Ich bin so froh, dass ich das Spiel spiele. Ich bin froh, dass wenn ihr Spaß habt. Es ist so spaßig. Liebe jede Sekunde bisher. Macht das so viel Spaß, hier einfach rumzublödeln. So, wenn du kein Krog bist, dann esse ich meine Haare. Puh. Du hast mich gefunden. Aha. Danke. Krog-Samen Nummer 2. Tschüss. So, einen Blick für Krogs habe ich ja wenigstens. Warte mal, es ist Nacht. Ich nehme alles zurück. Ich meinte aber noch keine Nacht gesehen zu haben bis eben. Hast du dir auch die Boxed-Version? Nö, ich verlege die eh nur. Die harte Wahrheit. Manchmal muss es sein. Oh, der hat auch so einen Schleichkäfer. Hallo. Auf der Karte war der Krog da. Öffne den Guide. Ich muss erkunden. Nein, hier. Der ist einfach hier oben im Wasser. Die Glocke sagt uns einfach nur Tag-Nacht. Mal nur Bescheid. Yo, was ein Chonker. Hallo? Ein Ei! Jo! Heute wird gut gegessen. Ja, wenn es Rezepte so richtige zum Kochen gibt, gibt es auch so bestimmt gute Rezepte. Da ist einer. Ein wilder Schrein. Sorry. Da. Moment mal. Verdammt! Und die dummen Sachen, die mich alle 2 Sekunden ablenken. Fleischbömmchen. Ausdauerknolle. Dicke Wurzel einer Wildpflanze der aus kühleren Gefilden. Dank der darin gespeicherten Nährstoffe erhöht sich sie als Kochzutat die Ausdauer. Okay, kochen und so bleibt ja scheinbar relativ gleich. Außer das mit den Rezepten. Wenn ihr es nicht gesehen habt, es gibt jetzt hier bei Proviant, kann man eine Taste drücken, da gibt es ein Rezeptbuch. Richtig sick. Ich meine, die Rezepte da drin, die ich habe, sind nicht insane, aber ja. So, ich muss nochmal hier hin, weil hier oben stand der Ziegenmann. Aber wir haben uns ja den anderen Schrein schon mal markiert. Warum ist die... Warum hat die eine Farbe? Hat bestimmt noch eine Bedeutung. Das finden wir noch raus. Aber ich liebe sowas, hier einfach so zu sein und mich zu rätseln. So, yo. Warum hat das eine Farbe? Auch wenn ich es halt in 20 Minuten weiß. Egal. Bis dann. Freut, macht Spaß zu rätseln. Wir sind da. Hallo. Rauru. Ich liebe es, den Tempel der Zeit von hier zu betrachten. Ich habe oft hier Rast gemacht, um mich an ihm zu erfreuen.
Der Garten der Zeit liegt so friedlich da. Einzig die Zeitglocke durchbricht gelegentlich die Stille, um den Morgen oder Abend einzuläuten. Guck mal, er erklärt das uns auch. Mit dem Klang der Glocke wandelt sich das Antlitz dieser Insel. Wie schön ist nachts das Spiel der Glühwürmchen. Ja, ich habe diesen Ort stets sehr genossen. Ah. Okay. Freut mich. Oder so. Okay. Da sind sogar extra so Klettersachen dran an den Steinen. Warum bin ich hier? Ich bin einfach Gott im Vergleich zum ersten Teil. Ich baue mir einfach hier so kurz einen Jump'n'Run mal so, yo. Fertig. Aber ich kann nicht weiter hochheben gerade. War keine Absicht. Danke, Waterboy, für 3000 Beats. Danke an alle Subs zwischendurch. Bitte lösen. Und dann kann ich jetzt hier hochklettern. Ist halt komplett die andere Richtung, als ich gerade möchte, aber... Wenn ich schon die Option habe, hier hochzuklettern, erstmal gucken. Oh, hier ist es so schön chillig auf dieser Insel. Ich wünschte, sie werden mehr in volle Sprachvertonung investieren. Wäre schön. Aber bin ich nicht die beste Investition? Ich vertone es viel besser als alle Sprecher der Welt. Oh, neuer Bogen. Ja, ich weiß. Ich kann meine Bögen wechseln. Nimm einfach diese Energiesphären mit. Wenn es wie die Wächterteile sind, dann brauche ich später da eh richtig viele. Ja, dann quatschen alle ständig. Ja, man kann es ja trotzdem durchskippen. Es winkt ja keiner zuzuhören. Ich bin doch nicht hier hoch für einen Bogen. Aber sonst scheint hier nur Holz zu sein. Da oben ist nochmal ein Vogelnest. Ist sonst irgendwas einfach so? Oh. Da. Yo. Da hinten ist der Minecraft-Man. Yo. Ich will unbedingt zum Minecraft-Man. Erstmal gehen wir da zu der blauen Säule. Zur blauen Markierung, meine ich. So, ist der Bogen besser oder so? Nö, exakt derselbe. Okay. Hallo, Bogo. Zwei Gegner und... Oh, das ist eine richtige Base. Geil. Headshot? Cool. Ja! Richtige Alarmanlage, cool. Ja, ich hab meine Axt dabei, die können mir gar nichts. Kommt ruhig her. Ich hab das Rostschwert. Wo ist es da? Oh, die holen auch Waffen. Jo, der mit dem Bogen. Nein. Nee. Kein Bogen. Ich mag den Spin-Angriff von denen. Richtig cool. Aua. Verrostetes Schwert. Oh, der hat ein Rostschild. Alles mitnehmen. Ein Rostschild. Genau, selbe wie bei dem Rostschwert. Schild wechseln, genau wie alles andere. Perfekt. Achso, ich kann mich übrigens so runtersetzen, wenn der Text weg ist. Sieht es nicht aus, als würde ich die ganze Zeit stehen. So. Was haben wir hier? Ein Opa. Ein wertvoller Edelstein, der in großen Erzbrocken gefunden werden kann. Er schimmert ähnlich wie Perlmutt und soll die Kraft des Wassers besitzen. Okay. Ich bleib weiter bei meiner Axt. Großer Fan der Axt. Alles abbauen. So, da ist noch einer gestorben. Und mit seinem Bogen hier runtergefallen. Das ist der vom Turm gewesen, ne? Oh, der hat sogar eine Leiter gehabt. Cool. Und da ist unser Schrein. Okay. Und da ist... Ich will zu meinem Freund. Okay, dann geh da hin. Wer sitzt da mit seinem Rucksack? Hallo? Och nö.
Obwohl, aber du hast es ja hier schon gefunden. Ja, haha. Oh nein, wo ist nur mein Freund? Hä? Du kannst mich sehen? Ja, mit dem Rucksack. Ich bin ein Krok, also ein Waldgeist. Und zusammen mit meinem besten Freund reise ich um die Welt. Aber wir wurden getrennt. Yo, dein Freund macht da drüben ganz illegale Dinge. Sieht so aus, als würde er mir ein Rauchsignal schicken. Dann sollte ich mich beeilen, um zu ihm zu stoßen. Aber ich bin so erschöpft, ich kann mich kaum bewegen. Wiedersehen. Erstmal, so. Wer soll hier Krocksam sammeln, hä? Hä? Okay. Haben wir hier eine Klippe? Ich will zu meinem Freund. Gleich bist du bei deinem Freund, keine Sorge. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Hallo? Da unten ist ein Schrein. Ich kann nicht so gerade runter gucken, aber da unten ist ein Schrein. Ich habe grün gesehen. Ja, ich habe ihn gefunden. Wer ist denn da? Hallo? Oh je, was für ein Schlamassel. Wer hätte gedacht, dass ich... Okay, er sagt immer nur dasselbe. Ja, ich weiß, wo dein Freund ist. Nein, hör auf. Okay, es ist ihm so egal, dass ich ihn gerade einfach von der Insel geworfen habe. Warum geht das? Das ist ja richtig cool. Einmal Expresslieferung. Ich dachte, ich muss jetzt so ein Boot für den bauen oder so, aber ich tue den Jungen einfach selbst. So, viel Spaß bei deinem Buddy. Tschüss. Quest geschafft. Ja, ich muss aber auch noch rüber. Gib mal noch eins her. Danke. Das mit dem. Zack. Dann. Das mit dem. Ja, muss reichen. Und dann zack, 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 zack. So. Drauf. So. Repariert. Let's go! Hä, hey, dass ich aber Sachen an den Krok dran kleben darf, ist ja richtig. Ich hab eigentlich gerade, wenn jetzt noch so ein Geräusch gekommen wäre. Komm her, Junge. Ja. Endlich wieder zusammen. Ha, da bist du ja. Kann ich mit dir reden? Ja. Dank dir bin ich am Ziel. Du hast meinen Freund hergebracht, danke. Viel habe ich nicht, aber was ich dir geben kann, könnte. Aber wenn du magst, kannst du das hier haben. Zwei Krocksamen. Guck mal, man kriegt zwei auf einmal. Tschüssi. Oh, es gibt bestimmt auch Aufgaben, die dann mehr geben einfach. Hoffe ich. Cool. Ich habe zwei Krocks geholfen und kriegt zweimal Kaka. Schön. Okay. Mein nächstes Fahrzeug wird das krasseste von allen. Ich nenne es den Doppelhaken. Man kann hier so viel rumblödeln mit dem Baum. Bauen. So, Let's go! Da 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 da. Cool. Ich baue mir einfach alles, was ich mir vorstellen kann. Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat mit dem Festhalten. Ich war nämlich echt unsicher. Großer Stock! Mächtige Waffe, Unga Bunga, ich haben wollen. Hier, ich tausche ein Schwert. Kann ich Stock haben? Danke. Prügeln.
Ja, das will ich damit machen. Aus dem Ast eines Baumriesen gefertigte, nicht sehr robuste Schlagwaffe. Wenn man sie jedoch in den Kreis schwingt, ist ihre Angriffskraft gar nicht zu verachten. Okay. Bonk time. Cool. Ja, hier bin ich ja jetzt angekommen. Wir müssen darüber. Da ist der nächste Schrein. Ich hab schon, der Schrein ist super. Ich kann einfach so richtig viel mit den Fähigkeiten experimentieren und rumblödeln, bis ich beim nächsten ankomme. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass die irgendwie zu nah beieinander sind und so. Aber waren sie ja beim ersten Teil auch schon nicht. Oh, das Spiel ist so cool. Ich genieße jede Sekunde. Ich weiß, ich hab's schon gesagt, aber ich muss es einfach nochmal sagen. Es ist so toll. Na, ist das Spiel ein gutes Videospiel oder ein schlechtes? Finden wir jetzt raus. Ein Arubaner. Ich bin hinter einem Wasserfall. Spiel. Ja, das muss jetzt eine Zahl von der Wertung nochmal abziehen. Keine geheime Höhle in dem Wasserfall. Da trinke ich erstmal. Arubaner Monster Hunter Fisch? Ich glaube, die Fischsorte gibt es tatsächlich einfach im Real Life. Okay. Habe ich hier noch eine Axt? Ja. Wir kriegen Segel. Zwei. Wow. Yo, Stein- und Zweihand-Axt. Kann nicht mal einen Text für. Hallo? Und gibt wieder die Schleimis. Ich habe irgendwie neue Moves gelernt, scheinbar. Plopp. Schleimgelee. Schleimtropfen, der aussieht wie kleine Version der Kreatur, von der er stammt. Ist instabil und kann durch verschiedene Elemente beeinflusst werden. Okay. Ich beeinflusse aber erstmal mich, indem ich... Warum habe ich kein Essen gekocht vorhin? Bei einem Topf? Ich weiß es nicht. Ich bin noch viel zu sehr im Erkunden drin. Soll ich das Rätsel normal lösen oder baue ich mir einfach irgendwie so einen ultra langen Baum? Ich meine, das ist zeitsparender, das jetzt einfach so zu bauen. Ich werde noch, glaube ich, mehr als genug bauen. Wie es hier halt echt so Drehachsen drauf sind. Perfekt. Ich nenne es das Ruderboot. Oh mein Gott, ich glaube, das funktioniert. Also irgendwie kommt der Wind an. Das eine Segel ist echt unglücklich. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Warte. Wir nehmen mit ihm zwei erstmal, ja. Ich brauch viele Beste. So. Nein. Pui. Let him cook. Ja, let me cook. Ich gucke so hart. Oh, der Eichel. Das Krogblatt, da ignoriere ich mal. Ich hab's gleich auf. So. Das sollte reichen. Krogwedel. Seltsames Blatt, das aussieht, als verstecke sich jemand dahinter. Es besitzt medizinische Eigenschaften und dient an einem Stock als oder ähnlichem befestigt als Winderzeugung. Wow. Muss ich die mir einfach sogar selber basteln, meine Windstöcke. Warum kann ich das an der Nuss anbringen? Man kann aber seine Sachen dekorieren. Ja. So. Die MS Zombie.
Es funktioniert. Ihr habt keinen Kommentar zu sagen. Genau das, was ich mir vorgestellt habe. Nein, ich wollte eigentlich, dass das gerade bleibt. Hallo? Ich bin Seemann. Es ist halt ein echt Scheißboot, muss man sagen. Aber wir kommen rüber, okay? Sie ist wunderschön. Gleich sind wir da. Warum finde ich es lustig, dass das Stück Hühnchen da oben drauf balanciert auf dem Stock? Oh. Nicht mehr lustig. Komm her, Ultrahand. Peak Comedy. Ich bin der schlechteste Captain, von dem ihr je gehört habt, aber ihr habt von mir gehört. Plapp, absteigen. Gib mir mein Hähnchen. Bitte? Ich will mein Essen wieder haben. Ich schaff's. Ah, ich hab's getroffen. Ich kann's aber an dem Hähnchen hochheben. Runterschütteln. Oh mein Gott, wenn es auf mich gefallen wäre. Das hätte mich so erschlagen. Kann ich dich ultra-handen? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wenn es später so ein Upgrade gibt, wo man Gegner ultra-handen kann. Kleb einfach so ein Stück Fleisch auf einem Gegner dann drauf oder so. Ich habe keine Waffe in der Hand. Ich gehe einfach. Warte mal. Nee. Wir brauchen bestimmt später viel Zeug. Gib mir deinen Glibber. Jawoll. Da hat auch jemand ein gutes Boot gebaut. Fein. Ultrahand. Kann man die Ultrahand auch wieder zum Kämpfen benutzen? Ja. Ultrastock. Die Ultrahand ist jetzt... Oh, das ist so cool. Meine neue Axt. Ich bin nicht so gut handwerklich. Aber Mama sagt, ich habe Talent. Sie sieht Potenzial. Der Ultra-Log. Wir haben doch alle Steine hochheben können. Crafting in jedem Videospiel halt. So, ich bin bereit. Wo sind hier die Gegner? In Itza-Schrein. Der ist mir für meinen Geschmack so ein bisschen zu nah neben mir runtergefallen. Ist hier irgendwas an dem See? Nö. Also vielleicht doch, aber ich sehe gerade nichts. Auf geht's. Ich habe das Gefühl, wir kriegen irgendwas zum Sprengen. Let's go. Den macht man auch für die Folge. Aber für den Streamer natürlich mehr. Also ich bin stolz auf mich, dass ich bisher nicht von der Ultra Hand mich selber erschlagen habe, ja? Oh mein Gott, das werden so lustige Wochen. Kannst du probieren, den Stamm mit reinzunehmen? Das geht doch nicht. Hier ist doch extra so ein Ladebildschirm und alles. Oh. Hi. Was geht ab, Bro? Ah. Da bist du also. Wohlan, strecke deinen rechten Arm aus. Bin echt gespannt, was wir jetzt kriegen. Hab ich eine Idee? Ich weiß, was das Symbol heißt. Also habe ich eine Idee. Yo! Jetzt kriegen wir das Beste. Synthese.
Damit kannst du ein Objekt an ausgerüsteten Waffen oder Schilden befestigen, um neue Ausrüstung zu erschaffen. Es kann wieder entfernt werden, geht dabei aber verloren. Hm. Der Name dieser Fähigkeit lautet Synthese. Sie ist eine der Kräfte meines rechten Arms. Sie erlaubt dir, Waffen und Schilden neue Fähigkeiten zu verleihen, indem du sie mit etwas in der Nähe kombinierst. Nimm dir doch einmal das Schwert dort und befestige ein Objekt daran, um es zu stärken. Wenn du mit Hilfe dieser Kraft das Innerste dieses Schreins erreichst, dann wird sie dir fortan dir gehören. Na, dann gehe ich raus. Oh mein Gott, ich freue mich so drauf auf die Kraft. Armkraft gedrückt halten, ja genau. Synthese Ultrand. Oh mein Gott, das ist so schwer. Okay, also wir können... Sagen wir zum Beispiel, ich habe hier meinen dicken Knüppel, ja? Und jetzt setze ich die Fähigkeit ein. Dann habe ich da ein Schwert. Langweilig. Aber dann habe ich hier einen Felsen und sage an meinen Knüppel. Ja! Komm her, Junge! Ihr braucht schon Bomben, wenn man kloppen kann. Ja, ich bin richtig glücklich. Okay. Aber was ist, wenn... Warte, ich muss ja eine an die Hand nehmen. Ich will... Ach, ich kann die Axt nicht mit der Axt kombinieren. Aber ich kann die Axt mit dem Schwert kombinieren. Daran wurde schon etwas per Synthese befestigt. Sicher? Die sind synthetisierte Waffen. Das heißt es leuchten. Die Äxte sind self-made gecraftet. Ah. Okay, aber was ist, wenn ich lange Keule will? Endlich habe ich ein bisschen Range. Es steckt halt einfach im Boden, aber natürlich steckt es im Boden. Es sieht so ein bisschen dumm aus, aber cool. Willkommen in der Zukunft. Ich möchte einen Stein bitte an meinem Schild. Dankeschön. Ich bin die perfekte Lebensform. Kann ich an meinem Bogen auch was dran machen? Nee? Pfeil modifizieren. Fleischpfeil! Ja! Hat jemand Hunger? Cool, ich darf es wieder aufheben. Ich werde das ganze Spiel so hart Sachen miteinander kombinieren. Ich glaube, eine Info, die ich mir irgendwo... leider schon vorher geholt habe, war, dass die Sachen kann man an Waffen anbringen? Und das erhöht Haltbarkeit oder so? Ja, guck mal, plus 3 Angriff. Ich habe einfach so ein Selfmade-Schwert gemacht. Okay, das ist einfach nur ein Schwert. Ich wurde noch nie so schnell von einem Spiel überzeugt. Hallo, ich bin der Mann mit dem Steinzeug. Kann ich den abbauen? Ja. Bonk. Ich dachte, da war eine Kiste drauf. Ach, die ist hier. Ich möchte, dass die Kiste auf meinen Kopf fällt. Schade. Der Schild killt mich, ja? Ich weiß nicht mal, was der macht. Was habe ich davon, Stein an meinem Schild zu haben? Das ist so verrückt, was hier alles geht. Ich glaube, ich verstehe gerade das Konzept von Feuerpfeilen. Feuerfrucht. Achso, ich dachte, es wird Chili. Wenn sie beschädigt wird, erzeugt diese Frucht Hitze. Sie stimuliert den Muskelaufbau und erhöht das als Kochzutat die Angriffskraft in heißen Umgebungen. Ja, nur in heißen Umgebungen? Okay, also kann ich jetzt einen Pfeil machen, Pfeil modifizieren mit der Feuerfrucht. Ja. Ist so viel angenehmer, einfach eine Art Pfeile zu haben. Mach Kiste dran. Schade. Schade. War aber eine gute Idee. Aber was ist, wenn ich
den Bogenstock habe. Hast du schon mal daran gedacht? Entschuldigung, ich freue mich so über meinen Bogenstock. Ah, ich muss echt den zukünftigen Schrein noch das Emote-Only machen. Wenn ich so eine Kiste verpasse, bin ich selber schuld. Ein kleiner Schlüssel. Ich wäre eh nicht weitergekommen. Ihr Backseater. Dann wäre es mir ja vielleicht noch aufgefallen. Meine Freude über den Bogenstock war zu groß. Okay, und diese Kleinsteine an dem Stock ergeben dann wahrscheinlich... Ich habe schon alles gefused, was ich besitze. Also das ist... Kann man mir auch nicht verübeln. Ich will, dass meine Waffen zerbrechen, damit ich einfach mehr fusen kann. Kann ich irgendwie... Nee. Eipfeil. Ich mache mal nicht Eier auf irgendwen schießen. Bernstein ist wahrscheinlich halt ein richtig guter Damage-Pfeil. Plus 4 Schaden stand da sogar. Oh, ich zerstöre die Materialien gerade dadurch, oder? Warte. Nee, ich krieg sie zurück. Tatsächlich, wenn ich den Pfeil nicht abfeuer. Puh. Es passiert nämlich auch viel zu einfach, das drauf zu machen. Okay. Ich kann Sachen im Inventar anfusen. Ja, aber siehst du doch, die gehen dabei kaputt. Ich will meine Sachen nicht kaputt machen. Ich öffne jetzt die Tür. Kein Backseat Gaming. Klappe. Lasst mich spielen. Freut dich einfach an der Dummheit. Ist das der legendäre Knüppelstein? Ja. Gemeinsam mit dem Knüppelsteinschild. Jo, ein Gegner. Jo. Der hat ein paar mehr Augen. Warte mal. Der kann auch fusen. Ja, aber das ist halt keine Chance gegen den... Ich hau dir sogar einen Bogen. Hau mal zu. Der blockt halt richtig hart, der Schild. Steinpower! Die Range halt auch. Aua. Yo, der tut weh. Friss Steinkeule! Oh mein Gott, ist die schwer. Warte, warum ist ein Stein weg gewesen? Kann der verlieren? Und jetzt bin. Ja. Kaputt. Alpha-Elite-Konstruktoren. War das andere nicht auch Alpha? Ja. Wellenförmiges Synthese-Angriffsstärke. Oh, das steht sogar jetzt dabei. Cool. Wellenförmiges Horn mit Klingen auf beiden Seiten, die so scharf sind, dass ihnen kaum ein Material widerstehen kann. An einer Waffe befestigt, erhöht das Horn die Angriffskraft. Naja. Und der Felsbrockenhammer. Und ein Konstruktbogen. Ein von Elite-Konstrukten verwendeter Bogen. Einfach konstruiert, jedoch aus feuerfestem Material. Im Gegensatz zu hölzernen Bogen verbrennt er nicht. Ja, weiß ich, wie ich Material befestige. Ich dachte, es wäre eine Metallbox. Die hätte ich auch gerne angebracht. Okay. Noch mehr Feuermunition. Eine neue Waffe. Stock. Ast. Dieser von einem Baum abgeschnittene Ast ist lang und gerade, sodass man damit fast wie eine Lanze zustechen kann. Okay. Und der Ast hat Speersymbol. Ich leg mal... Das sind alles meine Lieblinge. Ich kann die doch nicht weglegen. Okay. So. Kann ich dich jetzt auch mit dem Feuerding zum Beispiel kombinieren, wenn ich das hier hinlege? Cool. Aber es geht nach einmal zustechen auch weg. Also jetzt nicht unbedingt eine Feuerelementwaffe. Hörst du was an deinem Stock? Das sieht seltsam aus. Warst du damit schon beim Arzt? Ich möchte damit nicht zum Arzt. Geil. Wer braucht schon das Master Sword? Will ich die anzünden?
Nee. Aber sie sehen so merkwürdig aus, diese Formen. Vielleicht sind es aber nur hässliche Blumentöpfe. Damit kann ich arbeiten. Sakate sagt, wir haben alle Kisten. Okay. Dann können wir einfach weiter. Kann man die auf den Stock drauf? Was ist die? Felshammer. Bonk. Bonk. Darf man Tipps geben? Also keine Spoiler, sondern wirklich Tipps. Keine Tipps und Spoiler. Wie im Titel. Cool. Richtig nice. Erster Schrei. Zweiter Schrein. Geschafft. Sei gelobt dafür, es bisher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Orte ruht. Gucken wir uns das jedes Mal an? Nee, aber hier war auf der ersten Insel noch. Ich meine, sie sagen ja einfach immer dasselbe. Wie wahrscheinlich beim ersten halt auch. Ich finde die Hand aber eigentlich ziemlich cool. Kann ich mir die einfach später wieder tätowieren lassen oder so? Siegelicht. Danke, mein zweites. Noch eins mehr und dann dürfen wir in die Zitadelle der Zeit. Möge das Segelslicht dir Kraft schenken, danke. Ja, cool. Oh mein Gott, ich werde jetzt einfach so... Das ist das Feature, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe. Dieses alles miteinander aneinander kleben. Meister Link. Ja? Ich bin hergekommen, weil ich vergessen habe, dir etwas zu überreichen. Hier, bitte sehr. Ja, ist das etwa das Ding, was da unten an mir dran klebt? Ja, guck mal, das habe ich auch. Ich bin nur besser als ihr. Ich habe schon mehr dran. Was auch immer das ist. Eine Batterie. Wie groß war ich? So? Ist so richtig? Bin ich klein genug? Groß genug? So. Von einem Konstrukt erhaltener Gegenstand. Das Design soll es ermöglichen, dass du die Batterie am Gürtel befestigen kannst. Es handelt sich dabei um eine Batterie. Du wirst sie benötigen, um die dieser Region üblichen Werkzeuge zu verwenden. Die Sonau-Bauteile. Genau hier gibt es aber leider keine Teile. Aber da hinten. Geh weiter und sprich mit einem der Konstrukte am anderen Ende der Höhle dort. Von ihnen kannst du mehr über den Umgang mit Sonau-Bauteilen erfahren. Bitte nutze die Batterie, die du von mir erhalten hast. Danke. Für die Batterie. Und was sich hinter dieser Wand befindet und was wir mit den Batterien machen, sehen wir in der nächsten Streamaufzeichnung. Weil ich mache jetzt kurz hier Ende für die Streamaufzeichnung, ne? Nicht wundern. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr dürft wieder Tschüss schreiben oder so für die Folge oder so. Der Stream geht weiter hier. Der Stream geht noch weiter, keine Sorge. Ich mache nur für die YouTube-Pause. Genau. So, hier. Wir machen. Machen wir noch ein bisschen? Ja, doch. Ich will noch die Insel ein bisschen weitermachen, auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Hier schön Tschüss von allen auch, ne? Aus dem Chat. Dann muss ich es ein bisschen kürzer machen. Hängt ein bisschen über die Karte. Aber ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Richtig cool, ich bin so happy. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann! Kurz mal Aufnahme beenden auch drücken. Das habe ich nach dem ersten Mal vergessen. Erstmal 2,5 Stunden Datei. Let's go. Und nochmal Aufnahme. Wir machen jetzt halt noch bis 3. Ja. Vielleicht cutte ich auch bei der zweiten Folge genau, wo wir die Kraft kriegen. So richtig fies. Dass, dass alle noch eine Folge abwarten müssen, bis ich die Sache habe. Das Zusammenfusen. Aber das Fusen ist so cool. Das will ich eigentlich schon zeigen noch in der Folge dann. Irgendwie machen wir es dann. 3, 2, 1. So, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Cheers of the Kingdom. Gemeinsam mit dem Chat. Hallo Chat. Hallo. Könnt ihr alle Hallo sagen? Einmal Hallo. Hallo YouTube. Ja. Guckt mal eure 2 Sekunden Fame. Let's go.
Ihr seid alle Teil vom Projekt. Ja. Und beim letzten Mal haben wir die Fähigkeit bekommen, Stöcke aneinander zu kleben. Und sollen jetzt herausfinden, wofür wir die Batterie benutzen, die wir bekommen haben, die hier an unserem Gürtel hängt. Ja. Und dafür sollen wir irgendwie in die Richtung laufen. Genau. Ja, mit dem Fusen will ich noch so viel herausprobieren. Geflügellanze. Oh, guck mal, die battlen sich auch miteinander. Vielleicht. Eigentlich will ich was anderes. Ich muss noch so viele Waffen ausprobieren. Die Geflügellanze macht genau das, was ich dachte. Schaden. Get chickened. Die Lieblingswaffe von... Ich weiß nicht mehr, wie der KFC-Typ heißt. Verdammt. Kann den Joke nicht mal machen. Flieg, mein Vogel! Sei frei. Ich will neue Sachen fusen. Sonau-Energie-Asphärenast. Cool. 2 Schaden. Explodiert er oder so beim Zustechen? Nein. Tut er nicht. Colonel Sanders. Okay, genau das meinte ich. Ein Ausdauerling. Sehr schön. Die kennen wir ja auch noch. Ich hätte gerne, dass wieder Tag ist. Das ist ein Gegner. Wir... Boah, der Pfeil müsste richtig viel Schaden machen, oder? Plus 5 Schaden. Ja, ja, genau. Sortieren nach Typ, nach Angriffsstärke. Oh, Bernsteine sind sogar stärker. Und ein Alpha-Krieger-Konstruktoren ist auch stark? Plus 3. Ah ja. Cool. Er ist richtig verwirrt, was mit seinem Kumpel passiert ist. Oh, oh. Die haben mich gesehen. Hat er eine Tür? Du hast eine Tür. Au. Ich habe einen Energiestock. Hey, es ist wie bei einem Gameplay. Von Eiji Aonuma. Er hat die Zukunft vorausgesagt. Hey, ich bin zurück. Gib mir deinen Türstock. Brettfächer. Brettfächer. Oh, es ist alles so verrückt. Kann ich irgendwas wegwerfen? Felsbrockenhammer. Da ist nur ein kleiner Stein dran. Yo, der Brettfächer. Ist das quirky, aber es ist irgendwie richtig cool. Ach, das ist so ein Brett da dran, ne? Ja. Ich habe keine Worte dafür. Das ist so abgefahren, was hier abgeht. Dieser Schild? Hallo, lass mein Steinschild in Ruhe. Schützt mich vor allen Gefahren. Was soll denn besser blocken als ein Stein? Link, alles gut? Und nur einen Fisch haben. Danke. Warte mal, ich weiß, was besser schützt als ein Stein. Das Brettschild. Oh mein Gott, jetzt werden die Angriffe von einem Holzschild geblockt, bevor sie aufs Stein, Metallschild kommen. Yo! Wo bin ich hier gelandet? Erstmal die Kiste öffnen, dann können wir uns auch was kochen mal endlich. Alpha-Krieger-Klinge. So, den habe ich schon. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das Spiel ist das Beste der Welt. Ich muss nicht in mein Inventar gehen und was wegwerfen und dann wieder die Kiste öffnen und wieder der Animation zu sehen. Da, die Reaktion von Manuel Carter kann ich unterschreiben. Ja, aber nur in Caps. Oh mein Gott, das war so schlimm bei Breath of the Wild. Das war so schlimm. Immer so, oh, das ist eine coole Waffe. Erstmal rauswerfen, nochmal öffnen. Hier, ich leg mal die große Axt auf den Boden und kann das hier mitnehmen. Oh, nice. Richtig schön. Kochen. Ein Apfel und ein Ei. Lecker. Hat er was Neues gesummt? Ein Omelette. Ein simples Gericht, bei dem ein frisches Ei gebraten wird, bis es die typische Form erhält. Eichel mit Apfel. Kochobst, kenne ich.
Apfel mit Fleisch. Fleischspieß. Fisch. Mit Feuerfrucht. Und Wild. War das nicht der scharfe Grillteller im ersten Teil? Hier ist es der Loder-Grillteller. Bei Hitze Feuerangriff. 2 Minuten. Ich krieg Feuerangriff auf alle meine Angriffe, wenn es warm ist. Oder hier steht, erhöht deine Angriffskraft bei Hitze. Ich bin nicht sicher. Cool. Fünf Spurtlänge. Ganz kreativ. Tempo Plus für 5 Minuten. Es gibt's noch. Jo! Ich muss Hyrule retten. Speed. Oh, endlich hier kann ich das Spiel in meiner Geschwindigkeit erkunden. Okay, da fällt das Wasser einfach runter. Die arme Person, die da drunter ein Haus hat. Fällt aber den ganzen Tag Regen von oben drauf. Ist das? Stein. Okay, dann gehen wir mal in die Höhle rein. Gehen wir mal weiter. Wir müssen ja jetzt immer noch lernen, wie wir unsere Sonau-Batterie benutzen. Und scheinbar das in dieser Höhle entdeckt. Höhle am See. Guck mal, die ist auf der Karte. Höhle am See. Ja. Oh. Leuchtsamen. Samen von Leuchtfarn, der in Höhlen oder Brunnen wächst. Bei Stoßeinwirkung erblüht an Ort und Stelle sofort eine Pflanze, die ein zartes Leuchten von sich gibt. Waffen. Okay, den will ich eigentlich behalten. Meine Route mit alten Bogen, das ist halt zu gut. Synthese rückgängig. In die Hand. Nein, ich wollte... Anlegen, ja. Okay. Jetzt brauche ich... ein Leuchtsam. Hinlegen. Guck mal, das Spiel erklärt mir, dass ich dumm bin, dass ich die Materialien mit oben auswählen soll. Mal hier auch durchschalten kann jederzeit. Okay, danke Spiel. Eine Fackel! Die ist echt nicht so hell. Aber es meint, es leuchtet ja auch erst, wenn es mal was draufhaut, oder? Ja! Oh, aber es ist gewachsen einfach nur. Meine Fackel hat eine Blume erzeugt. Lederbeißerauge. Augenstock. Lederbeißerflügel. Beim besiegten Klederbeißer hinterlässt Material an einem Pfeil oder einer Waffe befestigt, ermöglicht es Angriffe über höhere Distanz. Und ich baue das Erz jetzt mit meinem Felshammer ab, ne? Jo. Steinsalz! Universalsalz, das sind Gerichte gehört. Okay. Lol, was ist das denn? Bubbles! Jo! Ich liebe es, dass die von dem Spiel so wenig gezeigt haben. Bubble tut nur weh. Es tut mir sehr leid. Hallo? Hä? Hä? Was? Was bin ich gesehen? Da kam so ein Geldhase raus und... Okay, wir haben irgend so einen Gott erschlagen. Dieses schwachblau schimmernde Gegenstand hat eine mysteriöse Höhlenkreatur Mayoi hinterlassen. Sein Anblick verleitet dazu, mehr davon zu sammeln. Okay, es ist einfach so eine Art seltener Gegner und man sammelt irgendwas von dem. Feuerstein. Praktisch geht aber nach einem Schlag kaputt. Cool, dass es jetzt dabei steht. Dass die Leute sich nicht denken, yo, ich mach mir einen Feuerstein in meine Waffe und dann ist es einfach kaputt.
Samen von Riesenleuchtfarben, der in Höhlen und Brunnen wächst. Erschütterungen lassen ihn an Ort und Stelle erblühen und die Umgebung in helles Licht tauchen. Okay. Große Leuchtsamen. Ich habe eine Idee. Wenn ich, sagen wir, ein Schild nehme. Und... Warte. Nach Typ, Angriffsstärke, häufigsten verwendet. Aha. Da. Okay, du musst es auf den Boden legen. Jetzt habe ich ja theoretisch ein Leuchtschild, sobald ein Gegner gegenhaut, oder? Vielleicht funktioniert das so. Ja, ist bestimmt für irgendeine Quest oder sowas. Alte Toga, wir haben unsere Kleidung. Altmodische Oberkleidung, die sich trotz diverser Löcher angenehm tragen lässt. Halten sind allerdings nahezu unmöglich, aus ihr herauszubekommen. Nicht mehr nackt. Ja. Wir sind der Tears of the Kingdom, Link. Let's go. Mehr Verteidigung für uns. Kann ja jetzt ein Boss kommen. Okay, den Ventilator benutzen wir gleich. Ich will erstmal das Tutorial dafür, glaube ich, gucken und so, ne? Nehmen wir alles mit. Zuerst erschufen wir die Diener-Konstrukte. Danach folgten andere Konstrukte, Modelle, um jedes auf seine Aufgabe spezialisiert. Kochkonstrukte, Handwerkerkonstrukte. Bald gingen die verschiedensten Spezialisten ihren Tätigkeiten nach. Einige von ihnen erlangten größeres Wissen als wir selbst. So wurden unsere Geschöpfe zu unseren Lehrmeistern. Hm. Du sollst dich nicht scheuen, sie anzusprechen. Ich bin sicher, dass du auch einiges von ihnen erfahren kannst. Okay. Ist diese Range von der Waffe? Alles wird gelootet. Okay. Drei Stück von euch. Du siehst aus wie ein Anführer. Kein einziges der Flöße, mit denen man das andere Ufer erreicht, ist mehr intakt. Der ganze Transportbetrieb muss ruhen. Eigentlich werden hier Materialien ans andere Ufer transportiert. Das einzig Gute ist, dass zumindest die Sonau-Bauteile noch unversehrt sind. Was sind Sonau-Bauteile? Hallo? Ah, du bist nicht vertraut mit Sonau-Bauteilen. Die sind hier bei uns unverzichtbar im Alltag. Lass mich dir alles genau erklären. Ein grünes Objekt wie dieses ist ein Sonau-Bauteil. Dieses hier nennt man im ganz Genauen ein Ventilator. Versetzt man ihn einen Tieb, beginnt es Wind zu erzeugen, vervielfältigt und vorteilhaft. Es gibt etliche verschiedene Sonau-Bauteile, die allerlei unterschiedliche Zwecke erfüllen. Der Einsatz von Sonau-Bauteilen erfordert gewisse Mengen Energie. Da benötigst du eine Batterie. Oh, du hast bereits eine. Das freut mich sehr. Ja, eine von acht. Lass mich dir sie zur Sicherheit trotzdem nochmal erläutern. In Batterien steckt die nötige Energie, um Sonau-Bauteile nutzen zu können. Wird gerade kein Sonau-Bauteil genutzt, so füllen sie sich ganz von selbst wieder mit neuer Energie. Nutze sie nur nicht allzu unbedacht, sonst geht dir mitten im Gebrauch die Energie aus. Verzeih die Abschweifungen, kurz und knapp steht weiter fest, dass wir ein Floß benötigen. Sonau-Bauteile sind ausgesprochen praktisch, sei kreativ, dann beherrschst du den Umgang mit ihnen im Menü. Warum kann ich da mein Schild machen erstmal? Ich brauche ja die Ultra-Hemd. Das wollte ich, ja. Darf ich nicht anfassen? Ah, diese Teile werden noch benötigt. Solltest du welche nutzen wollen, bitte bediene dich am Ufer. Okay. Ich möchte allerdings erstmal ertrinken. Nein, hier rüber. Weil da hinten ist noch ein Weg nach oben. Will ich eine Brücke runterbauen oder will ich eine Brücke hochbauen? Da unten ist auf jeden Fall ein Gegner. Aber ich glaube, oben war ich halt auch nicht drauf. Theoretisch kann ich ja mit zwei solchen Fliegeplattformen einfach unendlich hochklettern, ne? Weil ich ja das hinter mir einfach aufheben kann. Hallo? Warum darf ich das nicht bewegen? Habe ich es festgeklebt? Ah, ich habe die echt zusammengeklebt aus Versehen.
Ist auch schwer, die nicht aneinander zu kleben. Die wollen nämlich echt gerne aneinander kleben. Warte mal, wenn ich einfach beenden drücke, kleben die ja nicht aneinander, ne? Achso. Mein Tempo. Nein. Ah ja. Jetzt kann ich genau das machen, was ich machen wollte. Ich muss nur eine andere Taste drücken zum Loslassen statt A. So, jetzt sind wir gleich da oben. Welche großen Geheimnisse erwarten uns hier? Und wann bekomme ich mehr Ausdauer? Das ist aber nur der größte Baum der Welt. Ah, da kann man oben drauf. Wenn deine Wurzel mir schon geholfen hat. Krok, 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 krok. Krok. Stein. Krok. Oh, du hast mich gefunden. Cooles Augendesign. Das ist immer noch passiert. Ich habe nichts gedrückt, er hat einfach den Stein selber hingelegt halt am Ende. Okay, hier war wenigstens ein Krok. Also ich denke die ganze Zeit, ich kann meinen Gleiter rufen. Nur hier oben ist aber nur so eine Bird-Plattform scheinbar. Aber chillig. Cute. Achso, und das auf der Karte war der Baum, wo ich jetzt drin war. Sah so ein bisschen aus wie so ein Totenkopf auf der Minimap zumindest. Ja, den Krok kann ich nicht hochheben. Ihr wollt, dass ich den opfer. Ich glaube, dass ich kann nur den mit dem Rucksack hochheben. Ich würde gerne die Wiese schneiden. 7 Schaden. Boah, später kann man sich so starke Waffen dann zusammensetzen. Kann man die hier drehen? Ja, tatsächlich. Okay. Runter. Es ist richtig hart limitiert, wie weit man Sachen runter und hochsetzen kann. Aber verständlich. Diese Plattform auf dem Kopf sind so dumm. Ich nehm's zurück. Die dreht sich nach einer Zeit wieder auf den Kopf. Nein! Ich war so... Moment, was passiert hier? Ich war komplett überfordert, als sie auf einmal sich gedreht hat, als ich in diesem Menü war. Jo, ein Krok. Oh mein Gott, jetzt sind meine Platten auch nicht mehr da. Dafür ist die See da unten. Ja, der hier. Ja, wie das Wasser richtig hart rumspritzt beim Reinspringen. Cool. Wer auch immer das vorhin vorgeschlagen hat, dass ich den diese Plattform auf den Kopf drehen soll. Bann! Nein. Aber ich hab's nur deswegen umgedreht. Gut gemacht. Oh. Nein, 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 hör auf zu fusen. Au. Hm, Kochobst. Ist ja dann was so egal, was ich mache. Level 500 Elite. Regler. Nein, Felsenhammer! Du warst mein bester Freund. Ah, warte mal, ich will meine Lichtlampe. Hau mal drauf. Ja, cool, oder? Schwert mit Prügel. Auch cool. Konstruktbogen. Ja, Lichtpflanze. Bin noch nicht so... sicher, was ich für einen Sinn da drin sehe, aber we win und da ist eine Kiste. So viele Optionen, aber ich glaube, ich nehme aber die Plattform da hinter mir.
sein Auge an meiner Keule. Ja, ich muss ja sehen, wo ich hinschlage, oder nicht? So. Rätsel gelöst. Das ist meine Augenkeule, ja? Gibt es da eine Beschreibung eigentlich bei den Waffen, was die können? Nee, leider nicht. Lederbeißerauge macht immer nur einen Damage drauf. Okay. Bernstein. Versteine das Baumharz mit einem geheimnisvollen gelb-roten Schein. Warum verliert Link eigentlich alle Fähigkeiten? Siehst du am Anfang vom Spiel? Da habe ich auch alle meine Herzen verloren. Da habe ich auch meine Kleidung verloren. Was ist eigentlich das? Ich meine, ich habe das Masterschwert kaputtgeschlagen. Ja, aber warum ist es einfach... Es kommt gar nicht mehr wieder. Das ist nämlich schon echt lange weg. Fällt mir gerade so mal auf. Ja, bestimmt nach der Plattform wieder oder so. Mach eine Lichtpflanze an dem Pfeil. Brauche ich gar nicht, weil ich dir sagen kann, was da passiert. Ich schieß wohin und da, wo die aufschlägt, wird Licht erschaffen. So kann man halt Höhlen dann ausleuchten mit so Lichtpfeilen, theoretisch dann. Ich habe B statt X gedrückt. Ups. Gibt es das Pfeifenrennen noch? Keine Ahnung. Habe ich im ersten Teil nie richtig gemacht, deswegen kann ich dir nicht sagen, wie es funktioniert. Glitchless. Giga-Chat. Er ist zerbrochen, es ist eine Meldung im Bildschirm aufgetaucht, was mit dem Pferd ist. Ja, dass es sich reparieren muss und sich zurückzieht. Habe ich mitbekommen. Glaube ich. Axt. So, machen wir die erstmal kaputt und jetzt bauen wir unsere erste Sonai-Maschine. Genau wie es intended ist. Let's go! Die Pioniere sind Meilen auf diesen Dingern geritten. Ich bin noch drauf. Let's go! Müsste noch Steam-Musik dazu laufen. Die Pipi-Maschine. Eigentlich will ich einen noch auf mein Schild machen. Ich habe ja gerade ein leeres Schild wieder. Okay, und diese Batterie sagt halt, wie lange ich diese Maschinen anmachen kann und so. Das hier. Drücken an mein Schild. Yo! Cool! Oh, warte, das verbraucht aber Haltbarkeit. Schade. Okay, sonst wäre es aber auch echt okay. Ja, ich bin Feuerstein neben Feuer. Oh, ich hab Feuer gemacht. Kann ich dir helfen? Oh, du bist in dieser Richtung unterwegs? Dieser Bergpfad ist äußerst unwegsam. Bewege dich stets so, wie es das Terrain von dir verlangt. Ich habe einen Leitfaden zum Bewältigen dieses Bergpfades ersonnen. Möchtest du mehr darüber erfahren? Oh ja, bitte. Ja gut, also dann. Feuer ist nahezu unerlässlich zum Bezwingen des Pfades. Es dient zum Kochen und hält den Körper warm. Was ist Feuer? Ich empfehle Feuerstein als Grundlage, um ein Feuer zu entfachen. Lege ein Feuerstein auf den Hund. Habt ihr alles verstanden? Gut. Wie kann ich kochen? Ich weiß, wie ich koche. Komm. So. Er hat gesagt, das ist kalt. Hat er gesagt, das ist kalt? Oder was hat er mit mir? Ich hab ihn überhaupt nicht zugehört. Ich hab mich nur darauf konzentriert, den zu sprechen. er sagt mir nur, dass ich Feuer machen soll. Brauche ich? Wahrscheinlich, dass ich einfach Essen kochen soll, hat er mir nur erklärt. Falls man es jetzt noch nicht gemacht hat. Okay, Materialien. Sortieren nach Typ, Angriffsstärke, häufigsten verwendet, Typ. Warum ist Essen mit allem anderen Material gemischt? Wir haben da oben so viele Fächer. Und, okay, aber der Typ ist ja das Essen zuerst. Also sollte ja irgendwann früher oder später passen. Ich möchte mal wissen, was macht mein Rübenessen?
Ausdauerröstknolle. Cool. Ich möchte eine gesalzene Knolle mit einem leckeren Stück Fisch. Ausdauer-Schmorfisch. Mit der Ausdauer auf, der Fisch wird natürlich im Steinsalz geschmelzt und dann gebraten. Die Zubereitung ist einfach, aber das Ergebnis überzeugt. Ich will den Gegner jetzt von der Plattform schieben mit meinem Schild. Aber ich habe Angst, dass der Feuer zerbricht. Wir machen uns noch einen. Synthese rückgängig. War da nicht zwei dran? Ach da, ich sehe es, im Wasser hängt's. Getrennt. Ultra hebt mal hoch. Und... obwohl ich natürlich auch gerne einen Ventilator-Schwert hätte. Und jetzt... ich verstehe, was Leute meinen, dass die Steuerung anstrengend sein kann, aber... so, Ventilatorschild Nummer 2. Gut, wir haben lecker Essen. Wir haben unser Ventilatorschild. Und wir haben unser Opfer. Das ist echt nicht so gut. Aber es schiebt ihn ein bisschen zurück, immerhin. Dankeschön. Habe ich noch ein Kloppo? Ich habe kein Kloppo mehr. Wow. Muss mal gucken, wie gut das Brettfächer im Vergleich ist. Wir brauchen eine stärkere Waffe. Der Dyson-Schild. Sie war mein Kumpel? Jo, du bist größer. Mehr Masse zum Schießen. Der kommt nicht hin. Okay, Zonai-Stock ist ganz lustig. Muss man meine Waffen echt mehr durchwechseln und langsam jetzt alle kaputt machen. Hier, Rute mit Bogen, komm. Lass erstmal die Meme-Waffen kaputt hauen. Kann ich Schleim auf meine Waffe machen? Wahrscheinlich. Für so Elementexplosionen. Zu viele Ideen. Oh, da unten ist Hyrule. Da unten ist eine dunkle Höhle. Da fahre ich von oben scheinbar hin. Okay. Ja, Link, darfst gerne raus. Ich glaube, der schiebt gar nicht weg. Doch, doch, klar. Ich sehe die ja rückwärts rutschen. Gas leitet hier nicht mein Windschild, ja. Was ist da? Aber nur... tot. Ja. Und... Feuer! Wieso war das kein Headshot? Wo ist dein Kopf, Junge? Okay, das oberste der Augen. Mein Holzbogen ist zerbrochen. Aber ich habe noch mehr. Die sind cool. Guck mal, die haben Auto-Aim. Weil die, ne? Ein Auge dran haben, ergibt ja Sinn. Ich weiß halt gar nicht, was ich zuerst probieren soll bei diesen ganzen Materialien, die ich habe. Sonau-Energiesphäre. Guck mal, die geben Batterie. Ich glaube, ich sollte die echt nicht verballern. Aber ich habe einen Batteriepfeil. Aber der hat eine Kiste an seinem Stock. Meine Route mit Holzbogen zerbricht. Nein! Hilfe! Baumstammschwert! Rette mich! Au. Ich möchte eine Revanche. Das ist ein sehr guter Vorschlag, Schocki. Das probiere ich gerne. Hat er mich gerade one-hitted? Mit seiner komischen Boxschachtel. Oh, hi. Nein. Irgendwie fühlt es sich an, als wären diese Aufladeangriffe nochmal schneller als im ersten Teil. So. Sehr guter Vorschlag. Im Chat gerade war. Kann ich damit Schild schlittern? Ich weiß es nicht.
Wenn du beim Schildklettern etwas Hinderliches am Schild hast, wirst du stürzen. Ich hab's gemerkt. Leider nein. Yo, die haben so ein gutes Sichtfeld. Er hat ein Fassschwert. Und nochmal mächtiger. Ich erstmal. So, nom. Ach, die kann auch fusen? Cool. Yo, der macht halt mein halbes Leben, der Junge. Ich esse einfach alles, was ich habe. Der brennt erstmal. Der ist dann fast gebietet. Nice. Und wurf. Nice. Und wurf. Nice. Und wurf. Ich weiß, was ich mache. Ich habe doch damit Infinite Range hier mit dem Ding. Ich bin tot. Okay, ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Vielleicht. Ja, ich muss sie gar nicht zu mir hinkommen lassen. Auto-Engine einfach. Wirbelsturm! Nice. Gut, Zombie mit halbem Leben. Zombie mit drei Herzen. Oh, mein halbes Leben. Ich, der eineinhalb Herzen verloren hat? Eigentlich geht das. Kennst du etwa Zelda nicht? Bist du dumm? So, okay. Let's go. Öffnen wir unsere Kiste. Opal. Nice. Ich weiß nicht, ob Opal mein Leben wert war. Aber wir haben es geschafft. Und wir haben wieder Platz für neue Waffen. Das Wichtigste. Das ist meine. Habt ihr irgendwelche Waffen hier sonst noch verloren? Irgendwas zu essen? Eine Rösteiche. Wahrscheinlich wegen meinem Feuerpfeil, ne? So eine Baumstammkeule, da ist noch ein Bogen. Bögen. Fallen lassen. Neuer Bogen. Ja, eigentlich brauche ich halt meinen Steinschlagstock. Ist halt echt dumm, dass ich den zerstört habe. Aber wenn es irgendwo Steine gibt, dann hier. Oder in so einer Mine? Minecart-Kolben? Ich brauche halt eine Zweihandwaffe eigentlich. Ich habe nur eine, glaube ich. Nur den Prügel hier. Aber das ist mein Kampfprügel gerade mit 11 Schaden. Ist echt viel. Na gut, entfusen wir den mal. Synthese rückgängig. So, jetzt haben wir wieder einen Knüppel. Nein. Nein. Was spiele ich hier? Let's fucking go. Der Lore-Knüppel. Für die Leute, die immer die Dialoge skippen, hole ich den Lore-Knüppel raus. Grenzenlose Möglichkeiten, ja. Reicht ein Lore-Knüppel, um das aufzuhauen? Ja. Oh, Luftballon. Du hast mich gefunden, danke. Oh mein Gott. Was ein Scheiß. Also ich liebe es. Es ist unglaublich cool. Wenn ich sage, oh nein, warum geht das? Ist aber nur, oh nein, warum ist... Wie kann ein Videospiel sowas Cooles erlauben? Stell dir mal vor, du musst deinem Chef erklären, was du heute in dem Spiel eingefügt hast. Ja, wir haben gesehen, dass die Loren noch nicht so gut genug genutzt wurden. Deswegen haben wir die Option hinzugefügt, die an Baumstämme und an Waffen dran zu machen. Wollen Sie mal probieren, Chef? Wollen Sie mal einen Lorenpfeil schießen? Die Pfeile geht ja echt nur die Sachen, die man im Inventar hat, Gott sei Dank. Kannst du noch eine Lore drauf machen? Nee, man kann leider immer nur eine Sache an eine Waffe fusen. Das wäre zu lustig sonst. Lorenschild. Ja, das sollte ja auch gehen. AGI-Nummer, nur das. Ja.
Eigentlich wollte ich Lore fahren und nicht Lore. Oh mein Gott, ich habe meinen Ventilator noch dabei. Ach, da ist eh ein neuer. 2, 3, 4. Okay, Ultra Hand bitte. So. Die Schienen, die runterführen, kommen ja später, ne? Ja. Das ist der Schrein, den ich schon markiert habe, nehme ich an. Ja. Da sind auch Plattformen noch. Dieses. Was ist denn dieses erste Plateau? Es hört halt einfach nicht auf. Bin so verliebt in dieses Spiel. So. Das ist nicht mittig. So, sieht besser aus, ja. Also mein Minecart soll schnell sein. Ist jetzt halt schon so das YouTube-Video, yo, ich habe ein Minecart mit 50 Ventilatoren gebaut. Ich habe da auch 3 dran gemacht. Nice. Ich habe das Gefühl, die Balance hält nicht so gut. Oh, noch ein Gegengewicht hinten. So. Let's go, mein Reittier. Ja! Hui! Minenhöhle, ich sehe nichts. Hallo? Flatsch. Was habe ich gekrammt? Hallo? Aus. Oh, mein Stock ist abgefallen. mit Material werfen. Geh in Wurfhaltung. Oh! I don't need Pilo. Ja, man kann einfach alles werfen. Ja. Das Spiel wird immer besser mit jeder Sekunde. Man muss ich halt immer nur noch einmal oben drücken, aber dann kann ich mir hier Leuchtpflanzen an die Wände werfen. Besonders halt da hinten, wo ich gar nichts gesehen habe. Hä, wie geil. War hier überhaupt ein dunkler Gang? Nö. Ja, wie cool. Man kann einfach alles werfen. Oh. Ich muss nochmal mein Minecart eine Sekunde upgraden. Sekunde. Achso, es kommt hier gar nicht so durch, ne? Doch, doch, doch. Moment, ich muss mein Minecart mitnehmen. Achso, die Ventilatoren sind zu fett. Ja. Oh. Okay, dann will ich aber wenigstens das bauen, was ich noch bauen wollte, bevor ich gehe. Das wäre eigentlich echt lustig geworden. Ja, genau. Aber ich will drin sein. Ja, ist zu merkwürdig fürs Spiel, scheinbar. Ja, es lässt doch immer auf die Distanz, leider. Ja, theoretisch kann ich mir so ein Schild vorne dran machen an meinem Minecart, so, ne? Ja. Gewicht und so. Okay. Hallo. Hier ist es noch finsterer als in den anderen Höhlen. Falls du dich zum Bergstollen vorwagen willst, brauchst du Licht. Hast du genug Leuchtsamen bei dir? Ja. So ein Glück. Ohne Licht wirst du dort drin nämlich nicht sehen können. Fahre mit Leuchtsamen wachsen in dunklen Höhlen, die etwa auch, wie etwa auch diese hier. Zumindest theoretisch. Denn da die Höhle so dunkel ist, haben meine Artgenossen bereits fast alle dieser wundersamen Früchte geerntet. Daher wache ich hier und erinnere jeden daran, die zu benutzen. Okay. Jo, hier sind sogar noch Maschinen, aber...
glaube nicht, dass ich die nutzen kann. Die sind so ein bisschen zugedingst. Licht. Stell dir mal vor, jetzt wäre einfach so ein riesiger Drache oder sowas, wenn ich das werfe. Ich hätte mich so erschrocken halt. Gut, dass das Spiel nicht diesen Prank macht. Naja, aber ein Licht löscht komplette Dunkelheit in dem Bereich. Okay, cool. Das Spiel hat 16 GB oder so. Nicht so super viel. Lorenhammer. Das sieht cool aus. Sind das die Leuchterze? Sonanium. Ein vielfach nützliches Gestein, aus dem einst Energie gewonnen wurde und das man zu Waffen und Rüstungen weiterverarbeitete. Ja, ich will die Sonanium-Rüstung. Erhöht Batteriekraft oder sowas dann bestimmt. Cool. Bonk. Bonk. Ich bin so glücklich mit einem... Hallo? Was hab ich da gehört? Ich bin so glücklich, mit einer Lore gerade hier meine Erze abzubauen. Einfach im Paradies gelandet. Das sind freundliche. Ja, und eine Schmiede. Gib mir jetzt nicht eine neue Mechanik. Stopp im Spiel. Gib mir jetzt nicht irgendwas eine Möglichkeit, Waffen zu schmieden hier. Brechen. Alchemiekonstrukt. Hä? Verzeihung, ich war ganz vertieft in die Verarbeitung von Sonanium. Oh, davon hast du noch nicht gehört? Bei besagten Sonanium handelt es sich um ein besonderes Erz, das in den Tiefen des Landes abgebaut werden kann. Auch auf dieser Insel lässt sich ein wenig davon zutage fördern, jedoch nur in dieser Höhle. Unsere Zivilisation gedieh, indem sie diese Ressource verarbeitete und daraus weitere Materialien herstellte. Wie jetzt verarbeiten? Bei der Verarbeitung wird Sonanium in einem Ofen geschmolzen und zu diversen Materialien weiterverarbeitet. Zufälligerweise steht eine Ladung solcher Materialien gerade kurz vor der Vollendung. Bitte warte einen Moment. Okay. Ah, okay. Vielen Dank für deine Geduld. Erlaube mir, dir zu erklären, welche Materialien hier gewonnen werden. Die Sonau-Energiesphären. Sie dient der Sonau-Erzeugnissen als Energiequelle. Und dann hätten wir noch den Sonau-Energiekristall. Oh, den habe ich noch nicht gesehen. Dieser enthält Energie in gehärteter Form. Verarbeiten bedeutet also, aus Sonanium Materialien mit anderen Eigenschaften herzustellen. Was macht die Sphäre? Versorgen Sonau-Bauteile und uns Konstrukte mit Energie. Du kannst sie einsetzen, um die Energie einer Batterie wieder aufzuladen. Okay, wünsche noch eine Erklärung zu Energiekristall. Enthalten Energie in gehärteter Form. Sie finden vorwiegend Verwendung als Material zur Herstellung von Batterien. Kürzlich von mir gewonnene Materialien findest du dort im Regal. Bitte sieh dich um. Schleu erstmal dein Erz. Das ist Sonanium, das ich zu anderen Materialien verarbeiten möchte. Ich kann es dir leider nicht überlassen. Okay. Und das verkaufst du? Ach so, ich kann meine Erze hier direkt umtauschen bei dir, Junge. Okay. Ich weiß noch nicht, ob sich das lohnt. Ah, klingt cool. Hier ist halt echt viel von dem Erz auch. Also diese Batterien klingen für mich sehr viel praktischer als die anderen, weil die anderen finde ich halt im Gameplay auch die ganze Zeit. Entschuldigung. Gern geschehen, hab geholfen. What's this? Ah, ich bitte freundlichst, die Finger davon zu lassen. Es ist möglich, dass du vergessen hast, Kapseln mitzubringen? Oh mein Gott, sag mir nicht, ich kann einfach alles in Kapseln mit mir mitschleppen. Kapseln? Diese Äußerung entnehme ich, dass du sie vergessen hast. Oder es sogar möglich ist, dass du sie gar nicht kennst. Kapseln sind handlich verpackte Sonau-Bauteile für unterwegs. Leicht zu transportieren und äußerst praktisch. Da du keine bei dir zu haben scheinst, gebe ich dir etwas von meinem Vorrat ab. Okay. Es handelt sich dabei um Ventilatoren. Du kannst sie jederzeit einsetzen. Wenn du sie schlägst, pusten sie los. Sonau-Bauteile sind ausgesprochen nützlich in großer Vielfalt vorhanden. Ich habe darum immer welche dabei. Leider vergessen viele, sie mitzunehmen. Deshalb halte ich immer zu nach Nachschub Ausschau. Die Kapseln, die ich dir gegeben habe, waren aber meine letzten. Pass bitte gut darauf auf und verliere sie nicht. Beachte bitte unbedingt, dass du die Kapsel nach der Entnahme aus der Tasche nicht in diese zurücklegen kannst. Okay, wie kriege ich Kapseln? Hallo? Kapseln, okay. Ja, ganz praktisch dann, wenn man irgendwo ein Rätsel hat, wo man was braucht, dann kann man die Sonau-Teile rausnehmen. Ein bisschen schade, wenn man die nicht dabei hat. Hier hinter noch irgendwas? War so düster die Ecke. Ups, haben wir kurz in Lava gesprungen. Da ist noch ein Erz. Okay. Ich kaufe mal ein paar Batterien.
10 Stück. Danke. Wenn du Material benötigst, komm wieder. Okay. Achso, der verarbeitet das Erz für mich und ich krieg daraus Sachen. Verstehe. Selbst diese Höhle war einst reich an natürlichen Ressourcen, doch diese werden rarer und rarer. Ich benötige Hilfe, um meine Pflicht hier zu erfüllen, doch leider scheint keine Unterstützung einzutreffen. Daher verdoppel ich meine Mühen und Schürfe und haue Gestein, um emsig, so emsig ich nur kann. Irgendwann kommt die Hilfe, Bro, keine Sorge. Will jemand mitfahren? Ich habe 3 Sitze. Ich kann einen Zug bauen. Du spielst doch noch dasselbe Game wie vorhin, oder? Ja, klar. Irgendwas ist hier schief gelaufen. Jetzt. Ja, ich denke, einen Ventilator müssen wir rausholen. Und zum Stromsparen sollte ich... Ist zwar lustig, jetzt hier 3 aneinander zu haben. Okay, aber ich mache, glaube ich, 1 immer nur. Okay, du hast mir eine Kapsel gegeben. Hier, so Sonaubauteile auf dem Boden. Ah ja, sind einfach draußen. Dann kann ich das jetzt drehen. Und zack. Volle Fahrt voraus. Let's go. Guck mal, da waren wir vorhin. Ja, da sind wir rübergefahren mit unserem Boot. Da lang, da müssten unsere Ventilatoren irgendwo liegen noch. Und jetzt sind wir oben. Wollt ihr nicht irgendwo runterfahren? Ich weiß es nicht, aber ein Ventilator braucht echt wenig Strom. Bonk. Yo, da ist eine ganze Maschine voller Kapseln. Brauche ich das nochmal? Weiß es nicht. Hi! Ah. Wollt ihr nicht auf? Um 3 ungefähr? Ja, machen wir gleich. Aber ich will noch kurz spielen. Willst du mich loswerden? Erste Nachricht im Chat. Will er nicht offline gehen? Hallo? Aus dem Tempel der Zeit erklingt... Warte. Aus dem Tempel der Zeit erklingt jeden Morgen und jeden Abend der Klang der Zeitglocke. Für uns auch... Für uns, wie auch für die Konstrukte, war das, hieß das Signal, uns zu erheben und uns wieder zur Ruhe zu begeben. Mhm. Auch unsere Rituale und Zeremonien läuteten die Glocke ein. Sie war der Herzschlag dieser Insel. Der Anblick des Tempels und der Klang der Glocke, beides lässt die alten Zeiten in meinem Geiste auferstehen. Habe ich gemerkt vorhin, dass die... Da ist unser Finale. Ja. Gut, wir gucken uns mal an die Kapselmaschine, was auch immer das ist. Aber da vorne ist unser Finale. Ich bin halt überhaupt nicht ausgerüstet. Der wird mich halt so zerstören, was auch immer das ist. So. Nehmen wir, glaube ich, die Äpfel hier noch mit. Ich habe halt so Kackwaffen. Es ist halt auch echt langweilig, sich einfach ein normales Schwert zu basteln, wenn man einen Minenwagen an seine Waffe ranmachen kann und so, ne? Habe ich den Sprung darüber überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Doch, doch, easy. Das ist meine Backup-Strat. Hallo? Nein, nicht so rumfallen. Wie kann ich machen, dass der garantiert auf mich fällt, anstatt nach vorne umzukippen? Schade. Okay, gucken wir uns mal das Gerät da vorne an. Das ist unser Finale. Es scannt auf jeden Fall. Ich denke, es stört es, wenn ich hingehe. Alpha Block von... Jo! Hallo. Ich lebe. Okay, er stompt ein bisschen. Wir nehmen mal was, was Schaden macht. Hier, ich habe eine Klinge. Und wir nehmen mal unseren Steinschild.
hab seinen Block gehauen. Ah. Er ist zusammengebrochen. Oh, ich kann ihn nicht runterwerfen. Ah, schade. Es war eine Idee wert. Jo, wie cool bist du denn? Weg. Wie er Physik hat. Richtig geil. Kennst du mein Card? Ich kann einfach Teile aus dem rausnehmen? Wie merkwürdig ist der Junge denn? Ich nehme dich Block für Block auseinander, mein Junge. Warte mal, ich will aber nur das hier haben, glaube ich. Ja! Geil! Die geheime Minecart-Strategie. Oh, er hat es wieder aufgelöst. Was machst du? Passt den richtigen Block, da habe ich ihn. Kann ich mein Kart auf ihn draufhalten lassen? Verdammt. Oh, er hat jetzt hat er seine Schulter versteckt. Verstehe. Jetzt. Mein Kart. Komm her. Halt drauf. Es macht keinen Schaden. Nein. Okay. Das Schwert ist richtig gut, was wir gebastelt haben. Ich habe ihn besiegt. Glaube ich. Cool. Was denn? Flammenwerfer. Ein Sonobauteil, das Flammen nach vorn verschießt. Es wurde ursprünglich für den Schutz vor Monstern konzeptioniert. Wollt ihr was schreddern? Das Schwert ist aber... Ich will das irgendwo dran machen, aber ich bräuchte eine Waffe. Cool. Richtig cool. Also, ist halt theoretisch irgendwo easy, den dann einfach auseinanderzuziehen, aber es war auch der erste... So. Oh mein Gott, ich hab keinen Gleiter. Erst so Gegner in die Richtung, ne? Ich will das eine Waffe fusen. Auch nur eine. Aber so eine Art normaler Ast zerbricht halt zu schnell. Irgendwo hier wird es ja eine Waffe geben, oder? Hallo? Ich sehe da schon wieder einen Krog liegen. Ich will zu meinem Freund. Ja, später. Oh, ich liebe alles. Das ist richtig geil. Das sieht halt aus wie eine richtig coole Waffe. Brettfächer. Welcher Stock ist das? Ist es ein großer oder ein kleiner? Das ist ein kleiner. Will ich das? Ich meine, ja, wir können es ja später nochmal holen. Alpha-Mittelblock. Yo, plus 10 Schaden. Der Ultrastock einfach. Cool. Oh mein Gott, ich habe so eine coole Idee. Ich brauche nur... ein Minecart? Ja! Okay. Ich kümmere mich kurz noch um den Krog. Aber plus den Schaden auf der Waffe ist schon mal sick. So. Minecart. So eine Box. Dieses lange Brett. Ist, glaube ich, nicht lang genug. Ich möchte... Ah, warte mal. Das
gibt keinen nicht lang genug. Ich mach einfach lang genug. Da ist noch ein langes Brett. Das ist nur eine Holzkiste, die einfach zerbricht. Egal, ich finde noch andere Sachen. So. Das da können wir doch nehmen. Beim Minenwagen. Welch ein Schock! Kannst du mich bitte sanfter zu mir sein, wenn du mich nicht sehen kannst? Ich stecke in der Klemme, ich wurde von meinem... Ja, ich weiß, ich will dich doch zu deinem Kumpel bringen. Als ob der da drüben ist. Ich bin doch schon dabei. Komm. Ich kenne deine Quest schon. Warum wiegst du nichts? Warte mal, ich kann ja... So. Jo, der Junge wiegt fast gar nichts. Mal kurz mal die Kiste benutzen, um das runterzudrücken. Ich hoffe, das Minecart ist schon schwer. Oder kann ich die jetzt wieder runternehmen und es bleibt unten? Dieser Krog wiegt nichts. Entschuldigung. So. Keine Sorge. Ich brauche selber noch ein bisschen Höhe, damit ich mein Minecart von weiter oben fallen lassen kann. Ich brauche so einen richtigen Yeet-Effekt. Ich hab's gleich. So. Meinen eigenen Chica-Turm kurz gebaut. Hat das Spiel ein Verbot, eingebaute Sachen hochzuklettern? So ein bisschen, ja. Da habe ich es ein bisschen schlecht gebaut, würde ich sagen. Warum ist das nicht auf das untere dran geklebt? Jetzt. So. Warte, ich hab's gleich. Ja. Nein. Es wird alles so worth sein. Es wird 100% funktionieren. Der wird nicht jetzt einfach nur sofort runterfallen, wenn ich das mache. Darf ich nicht? Vielleicht darf ich nicht irgendwo drauf Unfaires draufstehen oder so. Ich finde meine Wege. Niemand kann mich stoppen. So, das Minecart ist genau oben drüber. Feuer! Theoretisch. Sind wir am Struggeln? Was? Nein, ich habe einfach nur Fun. Rumblödeln. Da, wenn ich den drüben haben will, den Jungen, dann habe ich in 2 Sekunden. Ich klebe den einfach da vorne dran und gebe dem einen Speedboost. Ich wollte nur mal gucken, wieso die Physik ist, aber ich brauche wahrscheinlich halt schon. Ich bräuchte so einen richtigen Felsen. Das Minecart wiegt halt nichts. So. Ich sollte vielleicht nicht mit der wertvollsten Waffe, die ich habe, da random irgend sowas hauen. So. Es tut mir so leid, Krog. Ich finde schön, wie jedes Mal ich den Krog einfach... Oh mein Gott, mein Minecart hat noch Speed. Stopp. Unmöglichen Schaden hier zufüge. Hab deinen Kumpel gefunden. Danke, dass du meinen besten Freund zu mir zurückgebracht hast. Hier ein kleines Dankeschön.
Tschüssi. Ah, wurde noch runtergesetzt, sein Buddy. Darf ich ihn auch nicht mehr aufheben? Oh mein Gott, ich... Wie soll ich den jetzt auf... Ich höre jetzt auf, aber... Es war super. Es war super. Ich freue mich so sehr auf morgen. Ein Sonanium nochmal für uns. Sehr schön. 18 Stück. Eigenes Menü dafür einfach. Und morgen, ja, ne? Machen wir mehr verrückte Konstruktionen und finden mehr lustige Sachen. Wird aber das lustigste Spiel aller Zeiten. Und das coolste auch noch. Weil die Story mit Ganondorf und so ist ja trotzdem so ernst. Da ist die Schiene kaputt. So viel zum Herausfinden noch, so viel zum Entdecken. Alchemiekonstrukt, ja. Minenhöhle, genau. Ja, wir haben... Was haben wir denn alles erkundet? Wo haben wir denn überhaupt angefangen? Kurz mal nochmal rekapitulieren. Ich glaube, hier haben wir angefangen. Sind hier runter. Sind hier einmal zu dem Tempel hochgelaufen. Haben da den ersten Schrein gelaufen. Sind hier am Rand entlang gelaufen. Haben den Schrein gefunden. Jetzt gehen wir gerade hier am Rand entlang. Genau, da gibt es noch diesen Kapselspender, den ich mir angucken will. Und da oben auf der Mine drauf ist auch noch richtig viel. Hier haben wir einen Boss geklatscht. Jetzt gehen wir dann morgen hier rüber weiter und machen da den nächsten Schrein, kriegen noch eine Fähigkeit. Und gehen wir hier hinter und sind dann wieder beim Tempel und können den Tempel der Zeit aktivieren. Ja, wir fangen morgen so 11 bis 12 rum an. Spätestens. Also heute, ja. Also in 7, 8 Stunden. Geht gerne schlafen, wenn ihr wollt. Werde ich jetzt auch gleich machen, nachdem ich noch die erste Folge schneide für YouTube. Weil Panosse will selber erstmal spielen, deswegen schneide ich noch die ersten Folgen. Die ersten 3, 4, 5 scheinbar. Weil ich lasse noch sehr viel drin, weil das ganze Erkunden ist ja insane. Viel zu lustig. Ich hoffe, irgendwer der Mods ist morgen da. Nee, ich gucke ja eh nicht super viel die ganze Zeit in den Chat, also alles gut. Wir kriegen das schon alles hin. Das war ein super schöner Anfang. Chat, ihr könnt nochmal Tschüss auch für YouTube sagen. Kurz, damit. Genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder auf YouTube. Vielen Dank fürs Zusehen. Hoffe, es hat Spaß. Bis dann, euer Zimbelmann. So. Und, wir sind auch fertig mit dem Stream. Viel, keine Spoiler-Tipps. Ah, war super, super cool. Oh mein Gott. Ah, ich habe mich, glaube ich, 3 Stunden jetzt auch nicht bewegt, außer das Gamepad. Aber es war sehr spaßig. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Gute Nacht. Bis morgen um 11 bis 12 Uhr. Ja. Jop, 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 jop. Vielleicht schlafe ich auch einfach bis 12 und dann bin ich doch erst um 1 online. Aber eigentlich, spätestens 12 bin ich online. Speed. Mache ich dann alles in der Früh. Ganz schnell. Vielen, vielen Dank. Danke an alle Subs. Danke an alle Raids. Danke Water bei Barney für 10 verschenkte Abos. Danke Smileyface. Danke Laming Keim. Danke Just Lee in the End. Danke Scooter V. Danke Henbot. Danke King Rascal. Danke Joe Beo. Danke Gear Cobra. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.